Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen hundigen Livestream. Heute mit dabei ist jemand ganz Besonderes. Bitte. Hi, mein Name ist Zuckerbrot. Willkommen. Hallo. Und du bist heute mein Azubi? Yes. Warst du schon bei der Polizei? Nee, ne? Ja, mit dem Andl. Ja, mit dem Andl einmal. Kurz. Dann zeige ich dir mal, wo es ein richtiger Polizist macht, ja? Außer natürlich Furzen und Scheiße gehen, weil das werden wir heute auch noch machen. Auf jeden Fall, Leute. Warte. Da ist schon was hochgegangen. Ich bin seit 2 Sekunden mit dir zusammen auf Streifen und es geht schon wieder was hoch. Auf jeden Fall, Leute, wer es nicht wusste, könnt jetzt kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, würde mich freuen. Was ist los? Dein Stream startet nicht, lass mich raten. Mhm. Ist immer so bei dir, ist immer so. Dann warten wir doch ein bisschen auf Zockerbrötler. Warten wir einfach noch ein bisschen. Ja, wie gesagt, ihr könnt kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, jetzt schon mal einen Like-Button pushen, bis er blau wird oder was auch immer. Würde mir auf jeden Fall freuen, liebe Leute. Heute wird es auf jeden Fall lustig. Mal zu zweit auf Streife. Jetzt bin ich nicht One Lincoln vor, sondern One Adam vor. Muss ich mich dran gewöhnen, glaube ich jetzt, dass ich nichts Falsches an dem Funk sage. Sascha Münch ist VIP geworden. Dankeschön dafür. Kuba aktiv. Na, wie viele Kennzeichen hat die Andl verkauft? Tatsächlich 13 Stück, aber ich bin froh, weil ich wollte eh wieder Kennzeichen haben. Hallo? Das passt nämlich eh. Ich war überrascht. Bitte? Hallo. Geht es bei dir? Ist da der Dashcam an? Ja. Jawohl. Tut mir leid, ich war wieder lost. Ich habe schon wieder den Stream nicht aktualisiert. Man kennt sie. So kommst du mal mit, du musst ein paar Sachen holen, bevor wir loslegen. Was muss ich holen? Waffeln? Hast du alle Waffeln? Ich brauche noch eine Schusssichere, brauche ich noch. Ich darf halt nur die dabei haben, weißt du? Ja, komm, nimm ein bisschen mehr mit, komm. Okay. Oder kannst du nicht? Ja, ich bin Officer. Achso, ja, dann. Ich bin der Leutnant, okay, ich sag dir, was geht und was nicht. So, kommst du mit? So, dann zeig ich dir mal, wo es hier lang geht, genau. Ja, komm mit, hier geht's lang. So, pass auf. Hier hinten ist dann Umkleide, falls du dich nochmal umziehen willst. Das ist hier hinten. Alter, jetzt. Und da weiter hinten, da geht's dann zum Raum, wo wir unsere Sachen holen. Das ist jetzt das kleine PD, ja, nicht das große. So, hier ist die Waffenkammer. Da einmal Munition und Rüstung komplett auswählen. Und wenn du was brauchst, nimm dir vielleicht noch eine Schrotflinte oder so, sonst kriegst du eine von mir. Kann ich mir da holen. Kannst du dir keine holen? Doch, steht da. Die kann ich holen. Dann hol dir eine Schrotflinte. Nee, M4, ist das eine? Nein. Ja, sag dich doch, M4 kann ich mir holen. Rudi, musst du. Warte, M4 kannst du dir holen? Ja, warte, ich geb dir sonst eine Schrotflinte. Warte mal, ich geb dir die. Ich habe eine M4 dabei, nimm du die Schrotflinte, weil ich glaube, die M4 ist noch ein bisschen zu stark für dich. Bitteschön. So. Na, komm mit. Es ist laut. Ist auch gar nicht laut hier drin. Was denn? Achso, okay, gut. Ah, meine Donations. Ah, ist das laut. Ihre Donations, man kennt sie. So. Kann ich das einstellen? Das ist ja fucking laut. Das ist der Sound, oder wie? Du, willst du mal kommen, oder? Ja. Frauen. Brauch immer lang. Ach, geht doch. Hallo? Was? Alles gut da drin? Soll ich dir helfen irgendwie? Ich bin schon draußen, die Folge. Hä, wo bist du denn? Bei mir bist du nicht. Hä, bei mir bist du nicht rausgegangen. What the hell? Bei mir warst du weiter drin. Okay. Das war's wieder komplett. So, wir müssen uns auch einen Funk anmelden. In den Funk müssen wir noch rein. Gehen wir rein. Super, Gart, danke für den Sticker. Ich muss mal den Funk. Dann bin ich mal hier weg, ne? Dann reden wir jetzt über Ingame. So. Jawohl. Ja. So, damit sie es auch weiß, dann gehen wir mal in den Funk rein. Über Zello. Das ist der Sound of a Spende. So, dann sind wir heute nämlich Adam. Glaube ich halt. Ich hoffe, das ist richtig. So, die mache ich hier den Funk an. Wartet mal. Zack, zack, zack. Melden wir uns an. Funkgerät einloggen. Dann LAPD-Funk. One Adam for 10-8. So, sind wir drin? Turn 4. Gut, dann fahren wir heute mal zusammen auf Streife. Und das ist, wie gesagt, ihr erstes Mal so auf Streife wie wir. Das wird auf jeden Fall lustig. Und ich gehe mal hier ein bisschen durch. Vielen Dank an euch, Leute. Ihr haut wieder so viel raus, das ist abnormal. Dankeschön an Natascha Kaufmann, Justin, Connet Schnuck und Captain Wuff fürs VIP werden. Irische Aktion ist wieder dabei. Hurdel, der Stritzi hat dein Freundin auch gemacht. Ja, schau mal, wo sie jetzt ist. Schau, wo sie jetzt sitzt. Neben mir. Ja, so schaut's aus. Schau, was ist denn da los, Herr Stritzi? So, warte mal, ich brauche noch was zum Essen.
Du brauchst was zum Essen? Wäre nicht schlecht, geh mal ein bisschen. Ja, weil ich glaube, ich brauche ein bisschen was zum Naschen. Ich habe nämlich nicht so viel. Dann erkläre ich heute so ein bisschen was, ja? Siehst du, wenn du was schnell was zu essen brauchst, fährst du einfach einmal durch. Ganz wichtig, auch über Kreuzung Sirene anmachen. Sollen wir hier Sirene anmachen über Kreuzung? Ja. Ganz wichtig. Der jawohl. Ist auch mit Blaulicht durchgefahren. Genau, ja. Wenn's brenzlig wird, ja. Also in dem Fall essen, es wird brenzlig. So, dann einmal aussteigen. Ich gehe nämlich auch gleich mal mit tanken. Schau, da ist schon der Kollege. Wisst ihr? Ja, schon mal schauen, da ist schon was passiert hier. Eieiei. Ah, guck mal, da vorne ist schon was passiert. Wir wurden nicht gerufen. Ja. Ja, ja. Also gleich mal dein Fachwissen mit einbeziehen. Muss, ist nicht immer nötig, weißt du? So, danke, Patrick Schoßmeier. Schau, die seit 300k haben, aber noch nie gespendet. Vielen Dank. Nee, ich gehe jetzt direkt einkaufen. Kannst ja mitkommen. Geh mal zusammen, ist besser. By the way, du musst aufpassen, der zockt dich da drin ein bisschen ab. Ich habe da bis jetzt keine richtigen, Bananen gesehen. Hast du schon mal Bananen da drin gesehen? Nee. Er sagt zwar, er bietet Bananen an, hat dann aber keine. Muss mal schauen. Da, siehst du, da die Bananen, die sind fake, die hier. Die sind aus Plastik, siehst du die? Die da? Die hat er nur zu Zierde hier, weil guck mal, da ist Schnee, das ist alles Zierde. Hä, was? Was ist? Ich soll zu, achso, du. Ja, du pass auf, mach's nicht kaputt, sonst müssen wir das zahlen. Lass es lieber, bevor du mich wegboxst. Guten Tag, Herr Plastikbananenverkäufer. So, noch ein paar Chips mit. So. Ein paar Rubellose nehmen wir mit, 3 Stück. Ich probiere mein Glück, Rubellose. Wir haben nicht genug Platz. Warum habe ich Beinschienen mit? Ja, moin, ich habe $569 gewonnen. Dankeschön. Ja, ist bitte. Ist irgendwo eine Mülltonne in der Nähe? Mülltonne, ja, warte mal, die müsste... Wo sind denn hier die Mülltonnen? Die müssten hier irgendwo sein. Warte mal, hier hinten vielleicht. Nee, ich weiß auch, wo eine Mülltonne ist. Sonst kommen wir mit, wir fahren ja zu einer Mülltonne. Ja, aber ich kann doch nicht einkaufen. Ja, vielleicht sind da hinten, warte mal, vielleicht ist hinten eine Mülltonne. One Nickel 19 nun als One Air One im Dienst. Ah, da sind welche, schau mal, hier. Da, hier sind Mülltonnen. Ja, wir haben Mülltonnen, da muss man hier seine Sachen reinschmassen. So, ich schau mal, wie viel ich hier auf dem Konto habe. Lass mal gucken, ich habe gar nicht nachgeguckt. Habe ich schon. Ja, moin, 3 Mille. 3,1 Mille, passt perfekt. So, Jonas aus, danke für 10,99. Line heißt auch dabei, vielen Dank für 440. Besten YouTuber Maxi Mellfeuer draus. Hey, aktiv seit 400k. Freue mich mega. Beste YouTuber forever. Vielen herzlichen Dank auch dafür. Dann Infinity Gaming aktiv. Bin wieder am Start. Justin Konchuk, danke für 1 Euro. Natascha Kaufmann ist auch dabei. Vielen Dank. Blutsoldat. Wenigstens etwas Gutes am Tag, hey, dass du streamst. Hey. Entweder die Mülltonnen funktionieren nicht oder ich bin dumm. Komm mal mit. Ich zeig dir das. Ja, komm mal mit. Komm. Das ist der Sound of a Spende. Das müssen die richtigen sein. Hier, du gehst mal auf den F4-Muskel. Und dann machst du die Sachen weg. Auf den welchen Muskel? F4, wie... Ah ja. Wie Fohlen 4. Da gehst du hin. Ja, und dann kannst du wegwerfen. Nee. Probier ich mal. Warte mal. Das geht nicht. Also bei mir, warte mal. Also bei mir geht's. Bei mir geht ja, wie viel hast du denn eingestellt? Wie viel wirfst du denn weg? Du musst gar schon nicht, den. Bei mir kommt gar nichts. Du musst den Betrag einstellen beim Wegwerfen. Bei mir kommt doch nichts. Weißt du, wie das überhaupt geht? Du musst es dann rüberziehen bei Entsorgen. Es kommt ja nichts, du. Wie, es kommt nichts? Nix, nada, noch viel. Achso, Entschuldigung, den F3-Muskel. Entschuldigung, der F3-Muskel. man lernt. Entschuldigung, ich meine natürlich den F3-Muskel. Da kannst du dann die Sachen rüberziehen und zu entsorgen, ja? Wegen dir habe ich jetzt eine Chipspackung weggeschmissen. Dankeschön, die zahlst du mir. Oh, was ist denn da los? Das war echt ein Auto hochgegangen. Scusi, Kollegin. Moin, hallo. Lassen Sie mich raten, Tanksäule hochgegangen. Jo, die. Ey, wie schaffen das die Leute?
angeblich er tankt ja. Und auf einmal ist die in die Luft geflogen. Von ja, das höre ich öfters. Das ist so ein Schwachsinn. Aber, die müssen noch besser aufpassen. Vorstellen. Ja, die müssen besser aufpassen. Ja, da passiert nur sowas. Aber ach. Das hat schon der dritte. Aber also, sind Sie mal ehrlich, das sind doch meistens die Leute, die Supersportwegen fahren, oder? Ja, aber ja, merken Sie es? Hauptsächlich McLaren. Hauptsächlich McLaren. Wissen Sie, was ich glaube? Der hat ja Flügeltüren in der Wagen, oder? Ja. Ich glaube, das könnte man damit zusammenhängen, wenn der aussteigt mit seiner Flügeltür, der da irgendwie ankommt an den Ding und dann geht das Ding halt hoch. Ja, das Problem ist, also es hat er auch zumindest gesagt, er stand links von der Tanksäule, also er ist links von der Tanksäule ausgestiegen. Das heißt, er müsste mit der rechten Seite bei der Zapfsäule gewesen sein. Ui. Ja, vielleicht steht da irgendwo so ein Teil ab beim McLaren, ich weiß ja nicht, was. Oder vielleicht ist das Ding überhitzt. Ist einfach nur hässlich, das Ding. Ja, ich meine, abgesehen davon. Ja. Ei. Ja. Aber schönes Tarnmuster hat er jetzt hinten drauf. Ja, das stimmt, die Lackierung ist einzigartig. Ja. Ich hoffe, es geht nicht der nächste tanken. Nee. Also ich sag's mal so, die Explosion habe ich in Sandy Shorts gehört. Ach, das war das? Ich habe nämlich gerade meine Schicht begonnen, ich war da hinten. Ich dachte mir, Alter, da geht jetzt die ganze Welt unter, auf einmal explodiert da was. Das war das also. Das in Sandy gehört, ja, ich habe das auch, ich bin hier am PD ganz hinten haben wir es gehört. Mhm. Da hat's einmal durchgeschallert, ich dachte, was geht jetzt ab? Ah gut, das war das also. Guten Tag. Hallo, grüß dich. So. Guten Tag. Uiuiuiui. Also den aufladen. Das werden wir gleich mal gucken. Weißt du, ich habe mich vorhin im Stream gestartet, auf einmal scheppert das durch. Da war Tank mit dem McLaren, auf einmal geht er hoch. Warte mal, ich muss ja auch mal was essen. Also, wir haben meine Chips mitgebracht. Was hast du für mich? Schoki? Ja, gerne doch, bitte. Bitte, immer gerne. Bitte. Dankeschön. So, weißt du, was wir jetzt machen mit dir? Du möchtest dann die Highspeed-Unit, oder? Genau. Du möchtest dann die Highspeed-Unit. Bei der Highspeed-Unit ist wichtig, du hast einen Führerschein. Hallo? Hast du einen Führerschein? Ja. Hast du? Aha. Ah, siehste. Jawohl, hier. Perfekt. Ich habe jetzt fast gesagt, du hast keinen Führerschein. So. Und zwar musst du lernen, die Kiste da hinten hat 1000 PS, ja? Bei der Highspeed Unit fahren wir PS-starke Fahrzeuge. Der hat doch ein Extra-Tuning. Du musst lernen, Auto zu fahren. Und zwar Slalom. Wir werden dann später auf eine Teststrecke fahren. Da musst du dann einen Slalom absolvieren. Du musst einen Driftkurs hinterlegen. Du möchtest ja zur Highspeed Unit kommen. Hast du doch gesagt. Ja, ich weiß oder nicht. Also, aber bevor wir das machen, schaust du mir ein bisschen zu, guckst mir ein bisschen über die Finger, wie wir hier wo was machen. Ja, ich möchte alles zuerst gucken. Und du erklärst mir dann wenn du was machst. Und ja, bitte. Darf ich Sie ganz kurz noch was fragen? Sie haben ja gute Connections zur Regierung. Wissen Sie zufälligerweise, ob ich ein explodiertes Fahrzeug in irgendeiner Art und Weise auf den Abschlepper bekomme? Das sollte funktionieren, ja. Warten Sie mal, ich komme mal zu Ihnen, ich helfe Ihnen mal. Ja, danke schön. Sehen Sie, da sind wir auch. Wissen Sie, das ist halt, da kennt man sich halt auch aus meiner Zeit. Entschuldigung, Herr Officer. Bitte. Muss ich mal was fragen. Wissen Sie, warum die immer zu zweit mit dem Hubschrauber fliegen? Die Leute fliegen zu zweit mit Hubschraubern aus dem Grund, also Sie meinen es bei der Polizei bei uns. Ja. Damit der andere auf die Kamera gucken kann. Achso, ich dachte, das bei einer hupt, der andere schraubt. Ei. Ich sag mal nichts. Also. Warten Sie mal ganz kurz, ich muss nur der Kollegin mal sagen. Kollegin? Sie müssen mir zugucken. Sehen Sie mal an, wie ich den Leuten hier helfe. Schauen Sie mal her. Hier haben wir einen Abschleppfahrer, der braucht Hilfe von mir. Ich zeige Ihnen, wie ich ihm das erkläre. So, guten Tag. So, ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Steigen Sie mal ein in Ihr Fahrzeug. Ja. In Ihren LKW, genau. So. Jawohl, dann steigen Sie nochmal aus. Haben Sie die Tasten angemacht, dies, das? Dann kommen Sie dann nach hinten zu dem Fahrzeug und geben Sie mal das hier ein. Ja, das mit dem... Haben Sie schon probiert? Das habe ich schon probiert, genau. Und das funktioniert nicht? Nee. Müssen Sie vielleicht öfters probieren? Okay. Mit unserem Menü funktioniert das auch nicht, weil meistens ist es ja immer so, dass man dann immer erst so das Auto anfassen muss, beziehungsweise einsteigen muss. Und genau das geht ja bei dem Fahrzeug jetzt nicht mehr, das ist gegen die Frage. Haben Sie schon probiert, das Fahrzeug zuerst zu reparieren und dann aufzuladen? Wie war es damit? Kann das ist ja auch eine Idee, oder? Komplett explodiertes Fahrzeug. Okay. Ja, halt so halbwegs, dass sie ihn wenigstens aufladen können. Ja, ich denke mir so, bevor sie den jetzt nicht aufgeladen bekommen, dann reparieren sie erstmal das Wichtigste an dem Ding und dann laden sie ihn halt auf, dann soll es gehen. Also wenn das jetzt geht, fresse ich im Wesen.
Ja, dann fress ich auch einen Besen. Nee, ich glaube, das geht sonst gar nicht. Ich bin mir sonst sehr unsicher, ob das überhaupt dann geht. Ich bin mir tatsächlich sicher, dass nicht mal das, was er versucht, geht. Genau. Ja. Sicher? Das geht nämlich nicht. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Das Auto ist im Arsch. Ja, wirklich hundertprozentig im Arsch? So richtig. Arsch. Das ist deswegen wäre es nicht so schlecht, wenn wir vielleicht in der Stadt so ein Abschleppseil einführen lassen könnten. Ja, oder so, ein Truck mit dem Haken hinten dran. Aber warten Sie mal, ich probiere es mal. So, ein bisschen zurücktreten hier bitte. Wenn er mir jetzt als Meister zeigt, dass das geht, dann fress ich. Ah! Das geht da! Ah, das gibt's doch nicht! Aha. Ich wär. Okay. Sind Sie? Gut. Sie übernimmt da meine Stelle, habe ich gehört. Ja, werde ich machen. Ich glaube, Sie haben einen neuen Job. Ja. Glaube ich auch, aber das war schon einmal so. Warten Sie mal, ich habe eine Idee. Ich lade ihn jetzt nochmal ab. Haben Sie da Bock drauf? Ja. So, probieren Sie es nochmal. Steigen Sie ein in Ihr Fahrzeug. Ja. Und dann probieren Sie nochmal, ob das funktioniert bei Ihnen. Kann vielleicht sein, weil er erst später an die Szene gekommen ist. Das kann sein, dass er es ein bisschen braucht, aber... Das kann sein. Mal gucken. Sie müssen ein paar Mal probieren. Oft hilft das, wenn man ein paar Mal macht. Vielleicht mal an eine andere Stelle oder so hin. Naja, also mit dem Menü geht's schon mal nicht. Mhm. Ja, ich verwende immer das andere, das Menü ist nicht so meins. Mei, gar nicht. Okay, warten Sie mal bei mir. Gut. Ich würde sagen, Sie steigen in den Abschlepper, ich steige in den Mustang und wir tauschen für heute, wa? So gefühlt, ja. Ja, aber für solche Sachen muss man irgendwann mal ein Abschleppseil oder sowas. Ja, das wäre auf jeden Fall... Ah, sehen Sie, bei mir geht das, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, gut. Na gut, okay, alles klar. So präzise, ja. Wie es hätten Sie es gelernt? Ja, natürlich. Also, das ist echt muss man Wahnsinn. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Jawohl, bitteschön. Genau, und dann bringe ich den mal in die Presse. Jawohl. Alles klar. Viel Spaß damit. Jo, jawohl. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Die Rechnung geht von dem. Dieses Mal kann auch helfen. Das ist halt die Erfahrung, die man so hat im Leben. Ne? Das ist ganz wichtig, Erfahrung sammeln. Sag ich dir auch jetzt hier, wenn du neben mir sitzt. Du musst ein bisschen die Erfahrung sammeln. Ne, verstehst du? Erfahrung sammeln. Verstehst du mich? Hallo? Ja. Ja, perfekt. Gut. Jetzt pass mal auf. Wir fahren hier mit 130 Maximalgeschwindigkeit, ja? Wir überfahren die Geschwindigkeit nicht, wir fahren hier mit 130. Siehst du das, was ich mache? Du, wir können uns auch rechts anhalten und dann, weiß auch nicht. Was? Ja, du siehst doch gerade, was ich mache, oder? Ja, du fährst. Genau, wie schnell fahren wir? Was habe ich gesagt? 100. Nein. Sag mal, du musst mir zuhören. Ich habe gesagt, wir fahren hier auf der Autobahn 130. Das ist ein Führerschein, das weißt du doch. Aber die Autobahn hat doch erst... Ne, hier 130 dauerhaft. Wir haben hier hinten auch 130. Ja, ja, ist okay. Hier hinten auch schon, die ganze Zeit. Gucken Sie mal die Kollegen an. Der fährt hier komplett durch, weil dem das scheißegal ist. Wir machen hier ein bisschen Platz, siehst du? Aber wir fahren hier mit... Ah, siehst du, was der Kollege gemacht hat gerade? Aber wir fahren hier mit geschmackigen 130. Boah. Ja, ist der Kollege, sehen Sie? Da, ich sag doch, die Kollegen vom LAFD, die sind ein bisschen brutaler als wir. Sind ein bisschen leise, irgendwie, das ist alles so laut hier. Ja, das ist, weil sie mir nicht zuhören können. Nein, der Schnee, das Auto ist. Ja, ich weiß. Wissen Sie was, ich zeige Ihnen jetzt was. Wir müssen ein bisschen schreien. Okay. Wissen Sie was, wir meinen Freunde, ich zeige Ihnen jetzt, wie man fährt, wenn Sie zu einer Stelle müssen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man fährt, wenn man zu einer Stelle muss. Wenn man was? Wenn man zu einer Stelle muss. Okay. Sehen Sie, ich mache an hier. Ganz wichtig, auf einer Kreuzung muss beides an sein. Blaulicht, so auch. Ja, so auch die Sirene. Beides muss an sein. Switchen Sie durch, wenn Sie über eine Kreuzung fahren. Oder lassen Sie Ihre Leute das wissen. Sehen Sie hier vorne? Der hört das jetzt auch, der fährt aber auch weiter, weil der ist auch Einsatzkraft. So, und jetzt zeige ich Ihnen meinen Lieblingsspot, ja? Ah, jetzt höre ich wieder mehr. Perfekt, schauen Sie mal. Jetzt zeige ich Ihnen meinen Lieblingsspot. Hier. Ich glaube, ja. Ja, ja. Und hier bauen wir immer die Radarfallen auf. Und das hier ist der absolut beste Spot, den Sie kriegen können. Weil hier rasen die Leute wie nur sonst was. Und zwar zeige ich Ihnen jetzt was. Nämlich, ich mache jetzt das Radar hier an, ja? Sie sehen hier vorne haben wir so zwei so Radarkästen. Sehen Sie die auf der Motorhaube?
Ja. Ja, genau. Das sind die Radar-Laserkästen. 1R1. So, jetzt werde ich hier so mit im Auto muss ich jetzt hier im Laptop Steuerung L eingeben. Das ist im Laptop drin. Ja, ja. So. So, jetzt habe ich für beide Seiten Tempolimit auf 130 beschränkt. Dann sehen wir hier auf der Antenne vorne und hinten, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können. Da sehe ich jetzt hier auf dem Bildschirm. Und da haben wir schon den ersten, 157. gefahren. Jetzt passen Sie auf, das ist die erste Anhaltung mit mir. Da zeige ich Ihnen, wie das geht, ja? Sorry Leute, ich schließe die Donations gleich. Da hat wer über 100 Euro donated. I'm so sorry. Da sehen wir. Dann kommen Sie gleich mal mit. So, zeige ich Ihnen, was wir jetzt machen. Sie können jetzt mal was für mich machen, Frau Kollegin. Ja. Wissen Sie, was Sie machen können? Sie könnten mal das Kennzeichen für mich durchgeben. Wissen Sie, wie die das machen? Wie meinst du? Ja, Kennzeichen durchgeben. Wissen Sie, wie das funktioniert? Ja, ins MDT meines. Genau, genau. Sie gehen jetzt in das MDT rein und schreiben mir da das Kennzeichen auf und geben mir bitte die Daten, wer das im Fahrzeug ist und ob er gesucht wird oder sonst was, ja? Kennen Sie sich damit aus? Ja, probieren Sie es mal. Aussteigen, das ist ein bisschen. Sie können es auch hier drin machen. Sie können es, ja, warten Sie. Ich sehe nichts. Oh, danke. Wenn Sie das hier machen, können Sie es auch hier machen. Das ist kein Problem. Das können Sie auch hier drin machen. Aber geben Sie einfach mal das Ding durch. Ach, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss noch den Herrn noch ganz schön was Bescheid sagen. Entschuldigen Sie bitte, können Sie bitte den Motor vor uns abstellen? Danke. So, weil sonst ist der ja... An Sie hört er mich nicht? Ah, doch, hört er. So, jetzt geben Sie das ein, das Ding. Und dann sagen Sie mir Bescheid, wer das ist, und dann kann ich vorgehen, ja? Dann zeige ich Ihnen das. Ah, die Praktikantin. Macht aber ganz schön lang, die Frau Praktikantin, ne? Die braucht wirklich lang. Eine Stunde später. Jawohl, ist da, ja. Bitte? Also das Kennzeichen ist auf dem Money McMuff zugelassen. Herr Muff, okay. Wird er gesucht? Haben Sie schon nachgeguckt in die Datenbank? In der Fahndungsliste steht nichts. Jawohl. Sehen Sie? Und da können wir schon mal so ein bisschen ahnen, mit wem wir es zu tun haben. So, dann kommen Sie mal mit. Ganz wichtig für Sie, wenn Sie am Straßenrand gehen, am besten Sie gehen hier, ja, hier lang. Ich gehe meistens hier, weil es mir egal ist, weil mein Leben ist mir sowieso scheißegal, aber Sie gehen am besten hier lang. Okay. Und Sie müssen abchecken, ob der Herr irgendwie, weiß nicht, komisch ist, ne? Ich gehe an die Seite und Sie gehen auf die andere. Nennt man die Doppeltaktik. Guten Tag, Herr Muff. Das Problem ist, wenn Sie so laut schreien, kann ich jedes einzelne Wort mit. Ich weiß, das sollen Sie ja auch. Ich schreie im Auto da hinten gerne, weil die Frau versteht mich sonst nicht. Ich weiß, ich habe komplett aus dem Fenster geschrien. Einer Lady. Da soll man ganz normal. Ja, das Problem ist, die Dame ist neu hier. Die hat mir vorher nicht richtig zugehört und seitdem ich schreie, geht's besser. So, ich krieg mal bitte den Führerschein. Ich krieg mal bitte den Führerschein von Ihnen, ja? Warum fahren Sie denn so schnell mit dem Dingsen hier? Hier ist 130, Sie fahren über 150. Das ist ja Ausweis. Ich brauche bitte den Führerschein. Mit dem Ausweis kann ich leider nicht viel anfangen. Herr Muff. Ja? Ja, ich habe hier einen Ausweis. Ich brauche hier einen Führerschein. Ich habe Ihnen doch den Führerschein gegeben. Sie haben mir einen Ausweis gegeben. Bitte nochmal. Okay. Vielleicht hat die Dame den bekommen, aber ich denke mal nicht. Sir, ich kriege bei Ihnen nur den Ausweis. Ah, jetzt habe ich den Führerschein. Dankeschön. Geht doch. So, was ist dran so lustig, der? Was ist so lustig? Weil Sie sagen, Sie kriegen meinen Personalausweis, nur obwohl ich Ihnen schon den Führerschein gegeben habe. Haben Sie getrunken? Nein. Sind Sie sicher? Haben Sie irgendwas genommen oder so? Nein. Alles klar. Ja gut. Sie? Ich? Ja? Ich bin im Dienst, ich darf nichts trinken. Ich darf auch nichts nehmen im Dienst. Na ja. Ja. Also Finger weg von meinem Kofferraum. Warum Finger weg von Ihrem Kofferraum? Ja, da ist ja Alkohol drin, aha. Ja, hätten Sie Probleme damit, wenn ich meinen Kofferraum durchstöbern würde? Das ist die Sound of Spengler. Hätten Sie nicht, ne? Aussteigen. Nee, passt schon. Dann bleiben Sie drin. Ist ja kalt, ne? Ist ja kalt. So, ja. Pass mal auf, geh mal ein bisschen Schritt zurück. Jetzt zeige ich dir, wie man das macht, wenn man solchen Leuten umgeht. So, Folgendes. Sie kriegen jetzt von mir einen kleinen Zettel.
Und zwar kriegen sie... Nein, nein, sie kriegen von mir nur eine Verwarnung. Das heißt, ich schreibe ihnen das auf. Ja, bevor ich das hier fertig schreibe, können Sie mal bitte das Fahrzeug mal anmachen, komplett, dass ich mal schauen kann, ob da irgendwo was kaputt ist an den Scheinwerfern oder so. Sicher doch. Ja, wissen Sie... Ja, ich erschrecke mich jetzt nicht. Das ist zu Ihrer und meiner Sicherheit, dass ich das mal nachgucken kann, jawohl. So, machen Sie mal bitte die Scheinwerfer an, beide. Ja, jawohl, danke schön, dann sehe ich das. Ich schaue nochmal nach hinten. Schön. Das ist nämlich ganz wichtig. Jawohl. Ja, Blinker funktionieren auch. Naja, sehe ich. Alles gut. Wissen Sie vor allem bei... Ja, können Sie ausmachen. Vor allem bei LKWs ist das nämlich sehr wichtig. Die Madame muss nämlich lernen, dass LKWs gut beleuchtet sind, ja, weil wenn sie das nicht sind, dann haben wir ein Problem. Ja, sehe ich schon. Das ist perfekt, weil dann kann... Genau, ja. Gut. Sie kriegen von mir, wie gesagt, die Verwarnung. Sie sind ja nicht allzu schnell gefahren. Machen Sie Tempomat an und fahren Sie langsam. Es ist nämlich eisig. Wie schnell war ich denn? 153 oder sowas um den Dreh waren sie. Verdammt. Ja, ich sag nochmal, ich drück nochmal ein Auge zu. Ich drück nochmal, ja, ich kann nochmal nachschauen, was das exakt ist. Nein, alles gut. Alles über 150 war es jedenfalls. Ich habe jetzt nicht genau, ich glaube 153, 156, sowas da. Aber sie kriegen eh nur eine Verwarnung. Okay, dann. Sie wollten noch schneller fahren, ja gut. Nein, rein theoretisch würde der Wagen noch schneller fahren. Ach, rein theoretisch, ja. Ja. Aber okay, vielleicht. Ja, das können sie auf der Rennstrecke machen, natürlich. Gut. Dann fahren Sie jetzt vorsichtig, ne? Okay. Tschüssi. Wie ist es denn so? Da muss ich jetzt aber... Ich glaube, der hat was genommen, ne? Ich glaube, der hat was genommen. Ja. Bin mir unsicher, aber... Jetzt muss ich aber was kritisieren. Bitte. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass man jede Verkehrsanhaltung im Funk melden muss. Das stimmt und das war jetzt auch eigentlich nur ein Test, um dir zu zeigen, damit es auch auffällt, verstehst du? Ja, es muss ja auffallen auch. Ja, es ist, genau das ist wichtig. Ja, das glaube ich Ihnen jetzt einmal. Ist okay. Nee, wissen Sie, wo das Problem ist? Dadurch, dass ich die CHP-Unit bin, ist das sehr schwer. Das ist sehr schwer umzusetzen, weil ich oft blitze und wissen Sie, dadurch, dass ich Ihnen das jetzt beibringe, müssen Sie auch ein bisschen auf mich achten, ne? dass ich da nicht ganz rauskomme aus der Sache. Mhm. So, sehen Sie. Und dann packen wir uns hier nochmal ein. Sehen Sie, das ist ein schöner Spot hier. Und hier wird dauerhaft geblitzt. Und wenn er wieder mal durchrattelt mit 5000 km/h, dann halten wir den an. Und dann kriegt dann der Nächste, den wir anhalten, einen Strafzettel, okay? Ja. Und könnten Sie das auch durch den Funk durchgeben, wenn Sie das wollen? Nee, das haben wir besprochen. Achso, okay, dann mache ich das. Weil ich war jetzt ein bisschen, muss ehrlich sagen, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ne? Ist ja okay. Ja, ist ja okay, ne? Denke ich mir auch. Ja, kann nur blöd laufen, wenn er dann flüchtet, ne? Genau, dann läuft's blöd. Ja. Dann läuft's blöd, ja. So, ich gehe nochmal ein bisschen durch. Justin, Konchung, danke für den Euro. Blutsoldat, habe ich vorgelesen. Hardware, schaffst du es heute, meinen Namen auszusprechen? Feier dich. Hardware, habe ich richtig ausgesprochen. Grüße ihn raus, danke für den Euro. Ghost, Niklas, danke für VIP. Sein und werden. Natascha Kaufmann, danke für 2,77. Dodo V-King, kannst du bitte meine Freundin grüßen? Luisa, grüß mal Luisa. Manuel Rostad bei, hey, habt ihr einen eigenen Song produziert? Er ist auf meinem Kanal. Ich würde mich mega freuen, wenn du ihn dir anhören könntest. Mache ich auf jeden Fall, Brudi. So, siehst du, da haben wir schon jemanden. Mit 206 km/h, siehst du. Der kriegt jetzt erstmal ein fettes Knöllchen. So, dann gebe ich das mal durch. Ja. One Item 4, Verkehrsanhaltung eines Fahrzeugs, ein Hammer H2 mit dem Kennzeichen QOS486. So. Möchtest du mal durchgeben, das Kennzeichen? Ja. Jawohl, dann machst du das. Ich gehe da mal hin, ja? Und du sagst mir dann alles Bescheid, kannst dann aussteigen. Das ist die Sound, ob ich spende. Ach, warte mal. Genau, das muss ich auch nur sagen. Ganz wichtig, bei einer Verkehrsanhaltung auf der Autobahn immer Licht an, damit man sehen kann. Das ist ganz wichtig. Vor allem in der Nacht, so. Guten Abend, Officer. Guten Abend, Sie sind zu schnell gefahren. Ja, jo. Kann gut sein. Führerschein kriege ich bitte von Ihnen. Jawohl. Das ist der Sound, ob ich spende.
Mit über 200 Karacho hier durch gibt es einen Grund, warum sie so schnell fahren. Müssen sie wohin? Also über 200 geht gar nicht. Doch, muss sein. Ich habe den über 200 drin. Ich habe den über 200 drin. Echt? Sie müssen Hubbel mitgenommen haben oder irgendwas, weil das ist nicht normal, wie der gefahren ist, der Wagen. Über 200. Ich wollte gerade sagen, normalerweise komme ich mit Glück auf 190. Das, wissen Sie, das Radar lügt ja auch nicht. Ja, klar, klar. Frau Kollegin, wie sieht's aus? Alles im grünen Bereich? Jo. Hoppala. Ja. Tut mir leid, ist zum Testen. Eine Frau mal als Besitzerin. One Adam 4 für One Nickel 19. Sehr, sehr selten. So, Herr Schröder, dann haben wir das auch schon geklärt. Das Kennzeichen ist auf jeden Fall zugelassen, ne? Ja. Ja, aber perfekt. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Haben Sie irgendwas getrunken, irgendwas genommen, dass Sie so schnell fahren? Weil oft ist das in Verbindung Nein, zu setzen. Ich bin komplett nüchtern. Können Sie sich merken, das ist oft in Verbindung. Wollte ich hier nochmal sagen. Also bei mir war es noch nie in Verbindung. Okay, jawohl. Haben Sie irgendwas Illegales bei sich, von dem ich nichts wissen darf? Oder wollen Sie da jetzt nichts dazu sagen? Nee, tatsächlich habe ich mal nichts dabei. Sie können mich gerne durchsuchen, wenn Sie wollen. Okay, alles klar. Mhm. Nee, ich frag nur, Sie müssen ja nicht rumfahren. Ja, alles gut, oder? Alles gut. Dann steigen Sie mal bitte aus, dann durchsuchen wir Sie mal. Jawohl. Geben Sie mal die Hände über den Kopf, dass wir mal gucken können. Wissen Sie, das ist meine Azubi-Aushilfe. Die muss jetzt hier erstmal ein bisschen sehen, wie hier das alles funktioniert, ne? Jawohl. So, für einen Benzinkanister haben Sie dafür einen Waffenschein, oder? Du Spaß. So, Joe, mal. Tierfutter, für was haben Sie Tierfutter dabei? Haben Sie einen Hund zu Hause? Ganz lustige Geschichte. Mhm. Ein Kumpel hat mir erzählt, dass man das als Essen benutzen kann. Und alles klar. Ja. Sie können mal die Hände runternehmen. Bäh. Jawohl. So, ich kontrolliere nochmal den Wagen durch. Er hat gesagt, das war ein Joke mit dem Namen von der Regierung und. Ja. Können Sie meinen Kofferraum aufmachen, das heißt, bitte? Einmal aufmachen. Achso. Ja. Tierfutter gegessen. Nee, gegessen habe ich es nicht. Also, nachdem ich es gerochen habe, habe ich nicht mehr gegessen. Ah ja, gut. Sie dürfen wieder einsteigen. Jawohl. Dann werde ich Ihnen nochmal eine Rechnung ausstellen. In Höhe von, ich denke mal, Sie wissen es schon, $4000. Ja. So, die müssen Sie direkt bezahlen und dann schauen wir nochmal wegen. Haben Sie noch unbezahlte Rechnungen eigentlich? Nein. Ja, das sieht ja aber anders aus, der Herr. Einen Moment. Ui, da sind Sie aber gerade am Durchflexen, sehe ich gerade. Nein. Und ich glaube, im Krankenhaus müssen Sie auch noch eine Rechnung zahlen, ne? Ja, Der ist aber gerade nicht da, der Herr sicher, ne? Den müssen Sie nochmal abklären mit dem. Ja, der ist schon seit. Ja. Oh, wie lange ist das schon her? 3 Wochen, glaube ich. Weil, wie machen Sie das, denn? Das habe ich aber auch schon mit, der Regierung. Also, die Regierung hat, ja. Genau, dass die das von mir mal abbuchen sollen. Okay. Und das dem Krankenhaus überschreiben sollen, weil. Alles klar, ja. Perfekt, gut. Jawohl. Dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Weiterfahrt. Fahren Sie vorsichtig, fahren Sie langsam. Es ist eisig auf den Straßen. Ja, deswegen habe ich mir auch den Hammer gekauft. Der hat guten Grip. Das denken Sie, aber bei dem Gewicht, wenn Sie da einmal in die Kolben reinsteigen, dann. Glauben Sie mir, Officer, ich habe es versucht. Mhm. Also, und? Ich habe es wirklich versucht, den vernünftig zum Rutschen zu bringen und das kriegt man nicht hin. Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weiterfahrt, ne? Jawohl. Euch beiden auch. Ciao, jawohl, ciao. Danke schön, tschüssi. Tschüss. So, siehst du, da haben wir den Auftrag ja auch fertig. $4000 haben wir gerade dir im Start beschert damit. Ist doch schön, oder? Schön weihnachtlich. Und wir dürfen hier natürlich umdrehen, was die anderen nicht dürfen. Siehst du? Ja, so schnell geht das. So, da fahren wir mal Richtung, kannst du mir mal markieren? Die Teststrecke. Du weißt, wo die ist, oder? Ja. Ach du Scheiße, Leute. So, Folgendes, wir fahren da jetzt hin. Ach, du musst mir die gar nicht markieren, wir schaffen das auch so hin. One Adam 4, ist das ein schwarzer Hammer H2?
Ja, Ted vor. Den haben wir gerade vor 10 Sekunden angehalten. Der ist zu schnell gefahren mit über 200. Also pass mal auf, wir machen jetzt Folgendes. Ja, Ten vor, diesmal ist er mit 170 gefahren. Alter, siehst du, deshalb liebe ich es. Der ist zweimal eingefahren. So, pass mal auf. Jetzt muss ich ein bisschen an die High-Speed-Unit-Autos ein bisschen... Komm mal raus da. Ich zeig dir jetzt Folgendes. Komm mal her. Abschneiden ist eine Kunst. Abschneiden ist eine Kunst, jawohl. One Lincoln 11, so. Traffic Stop. Warte mal, ich zeig dir noch schon was. Alfa Romeo, Kennzeichen GF, Leerzeichen BU, TTI. So, pass mal auf hier. Das, meine Liebe, ja? Das ist mein Motor. Guckst dir an und schaust dir an. Schon mal so einen geilen Motor gesehen? Ja, ich hab's soweit verstanden. Naja. So, und jetzt möchte ich, dass du diesen Motor fühlst, ja? Ich will, dass du dich da reinversetzen kannst, in den Motor rein. Und ich habe nicht gesagt, dass du was am Motor rumschrauben sollst. Du sollst dich vor dem Motor verbeugen. Du musst ihn fühlen. Fühle ich ihn jetzt auch. Nein, nicht ja, gut angreifen. Ja, pass auf, der ist noch warm. Der ist warm. Ja, gut, egal. Jedenfalls, pass mal auf. Das Ding hat 1000 Ponys, ja. 1000. Da sind 1000 Pferde unten drunter. Wo? Ja, unter dem... Keine 1000 PS. So, jedenfalls, steig mal ein in das Ding. Ich möchte mal, dass du damit fährst, ja. Und zwar machst du jetzt vor. Hey! Was soll denn das? Ich will auch noch einsteigen. So, du fährst jetzt mit der Karre. Geradeaus, so schnell du kannst. Wenn du irgendwie sagst. Geradeaus, ja. So schnell du kannst, hinten wird es eh abgebremst. Vergiss nicht, dich anzuschnallen, ganz wichtig. So, aufpassen, ein bisschen weiter rechts, genau. Und jetzt bremsen. Ui. Jawohl. So, jetzt fahr nochmal zurück auf die Strecke. Also, durchs Ziel, ja, rechts. Ja, rede. Und jetzt will ich, dass du hier einen Slalom fährst, ja, du fährst die ganzen Hütchen, den ganzen Slalom bis nach oben. Du hast ein Hütchen ausgelassen, halt, zurück. Kein Hütchen auslassen, habe ich gesagt, du sollst das auslassen? Habe ich nicht gesagt, ne? Jedes einzelne Hütchen, da fährst du Slalom durch, ohne eine Macke reinzumachen, ja? Lass dir Zeit und je schneller du kannst, desto schneller mach, aber lass dir Zeit, fahr nirgends rein. Einfach ein bisschen Zeit lassen, genau. Da fährst du jetzt im Slalom und wenn du schneller versuchen willst, dann traust dich zu. Nur pass auf, wenn du... Bist du gerade wo reingefahren? Nee. Doch, bist du. Du bist gerade wo reingefahren. Fahrt alles zurück. Hast du gerade? Alles zurückschieben. Du musst den Slalom, ohne irgendwo reinzufahren, überstehen, ja? Wenn du irgendwo reinfährst, ist aus, musst du alles zurück. Fahr wirklich nur so schnell du kannst, ja? Wenn du sagst, du schaffst das nicht, dann schaffst du es nicht, dann darfst du da nicht reinfahren. So, nochmal genau, jetzt fährst du den ganzen Slalom. Lass dir Zeit. Keiner stresst dich. Ich sag du kannst so schnell fahren, wie du willst. Du kannst auch komplett langsam hier durch den Slalom. Sobald du reinfährst, ist Ende. Das heißt, lass dir die Zeit, weil sonst musst du alles wieder zurück. Ja, ja. Ist nicht so einfach, ne? Vor allem, wenn jemand neben dir sitzt und dich anlabert. Das ist ganz toll. So, dann schaue ich mir das mal an. Und über 28, 10, 7. Ey, ohne Witze. Ja, alles bis ans Ziel da, ganz nach hinten. Ja, alles durchfahren ins Slalom, alles. Ohne einen Kratzer. So, Dankeschön an, wer hat noch rausgenadelt? Kathi ist auch wieder dabei. Bin heute wieder verrückt und bin etwas nervös wegen meinem zweiten Ligaspiel in dieser Saison. Ja, Grüße raus nochmal an Kathi. Vielen herzlichen Dank für 20 Eurünchen. So, Colin D., moin, bin da aktiv, kannst mich grüße gehen raus. Und Colli, Baggert, haut nochmal raus, du bist einfach der Beste. Vielen Dank. Ghost Niklas haut 10 Euro aus, grüße gehen raus. Dankeschön aus dem Burgenland. Iron Patty endigt nach 33 Stunden Arbeit, denn mein PC zu fixen ist im Stream vor dir entspannen. Critical Process died. Was? PC kaputt oder was? Da siehst du, es geht doch. So, pass mal auf. Ich werde mich da jetzt hinstellen, ja? Ich werde jetzt deine Zeit messen. Und ich möchte... pass auf. Du fährst jetzt die Strecke rauf bis ans Ziel und fährst die Strecke nochmal runter bis hierhin und ich werde die Zeit messen, ja? Pass auf. Komm. Sobald du... So, genau. Sobald du da durchfährst, ist die Zeit vorbei. Pass mal auf, ich mache jetzt hier mein Messgerät an und ich sag dir, wann du losfahren kannst, ja? Gib schon mal Gas und ich will hier eine richtig gute Zeit zusammenbekommen. So, 3, 2... 1, los!
Dann lassen wir sie mal ein bisschen fahren hier. Gut, dann stoppen wir mal die Zeit mit. So, Ghost, Niklas, vielen Dank. Iron Pat, die habe ich jetzt eh vorgelesen. AR, danke für 2 Euro. Wie geil, bin Azubi bei der Polizei in Köln, man kennt's. Moment, 11, Traffic Stop abgeschlossen. Vitali, hi Xion, kannst du mal bitte grüßen? Heiße Vitali und mein Freund Kesper auch, bitte grüßen. Jawohl, grüßen raus. Ah, Wundi ist hier, PG1, dankeschön, Wundi. Xions BMW ist auch hier, PG1. 26, 96. Ui! Ui! Ui, 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 ui. Das ist der Sound of a Spender. Was macht sie? Nein, aus, halt, stopp, so kann ich das nicht werten. Ich hab keinen Kratzer. Ich ja, hab keine Kratzer. Trotzdem, so kann ich nicht werten. Ja, ja, ja. Du fährst nochmal eine Runde. Werten. Du musst unter 25 Sekunden. Unter 25 Sekunden. Du hast 26,96. Du musst unter 25. Komm nochmal, komm, geht schon. Der bremst komm mit. Mich doch. Ja, ja, komm. Ja. Du bleibst jetzt stehen. Ja, bitte. Der bremst mich da vorne doppelt aus. Das heißt, theoretisch hätte ich 25. Mhm. Ich weiß, dass du dich ausbremst, aber du musst doch mal. Du schaffst das, glaub mir. Wenn du noch mal ein bisschen mehr Gas gibst, ja, dann schaffst du das. Ja, dann baue ich da hinten einen Unfall und dann geht's du hoch, darfst hinten, du musst hinten viel schneller umdrehen. Das ist genau das, um was es hier gerade geht. Ja. Es geht ums Umdrehen. One Lincoln hat die Verkehrskontrolle beendet. Nein, das passt schon. Du kannst abbremsen. Einmal geht noch, komm. Eine Runde machen wir noch. Es ist rutschig. Eine Runde noch. Du musst das machen. Eine Runde noch. Unter 25 schaffst du das. Komm. Unter 25 Sekunden. Komm schnell hin. So, ich zähle jetzt mal runter. 3, 2, 1, go! Ich fordere sie komplett. So, Grüße aus der Schweiz, die Frau Kaufmann, die Natascha. Aus der Quarantäne, also war in Quarantäne, nicht so schlimm. Xyns BMW ist VIP geworden. Kevin Heublein, danke für 5 Euro. Grüße aus Wörth, Grüße zurück. Der Supergau ist auch wieder dabei, aktiv. Multifire, danke für 10 Euro. Findus 360 ist VIP geworden. Chowns, danke für 10 Euro. Oh, da kommst du. 25, 26! Du! 25, 26. Knapp. Einmal musst du noch. Ist sie. Hallo, eine noch. Eine Runde. Hallo. Du musst unter 25. Wer sagt das? Ja, es. Warte mal, ich kann's dir zeigen, warte, pass mal auf. Na, wer sagt das, dass ich das nee, machen muss? Schau, komm mal her hier. Schau, komm mal her. Wer sagt das, was. Nein. Hm, bitte? Der Chief hat nichts davon gesagt, dass das. Schau mal, auf dem Klemmbrett steht aber drauf, wer zur CHP will, muss auf der Rennstrecke, also hier auf dieser Strecke, beim Umkehren eine Geschwindigkeit, also zurücklegen, dass er, nein, habe ich nicht, dass er in also unter 25 Sekunden oder 25 Sekunden, also muss punktgenau sein, hier einmal durchkommt. Und du hast 2,6 Millisekunden, genau 2,6, 200stel hast du. Also du musst noch ein bisschen mehr angasen, dann schaffst du das, glaub mir das. Du musst nur an dich denken, ich hoffe, du schaffst das, komm. Lässt sie mich da jetzt stehen? Was soll denn das? Was soll denn das? Okay. So. June haut einen Zehner raus. Lieber einen Zehner spenden, als für Fortnite ausgeben. Fortnite ist dies, das, Ananas, man kennt's. Green Tree haut einen Fuffi raus. Glückwunsch, sie haben 50 Euro gewonnen. Danke für den geilen Dienst. Vielen Dank dafür. Wollte so, schauen, wie du reagierst. Parcella, danke für 109 Euro. Wünsche euch zwei einen schönen Abend. Für dich natürlich auch einmal Weihnachtsgeld. Hallo. Für tolle Geschenke für euch. Bin gleich wieder da. Hast du gerade überhaupt vielen herzlichen Damen. Und warte mal, dann noch werden 100er donated. Kimadon hat 150 Euro aus für den besten Hund der Welt. Ein bisschen Weihnachtsgeld. Leute, wir hauen nochmal für euch raus. Vielen Dank für die freshen Donations. Holy shit. Da musst du mal raushauen. Sorry, dass es so lange gebraucht hat. Aber es ist zu viel wieder im Chat los. Hauen wir nochmal raus hier. Lass uns nochmal abgehen hier. Hier nochmal der Alarm. Ich will hier nochmal alle Hände nach oben sehen. Alle Hype in den Chat. Den Like-Button pushen. Alle den Like-Button pushen. So sieht's aus im Opernhaus. So. Wo ist sie hingefahren? Wo ist sie jetzt hingefahren? Hat sie mich jetzt hier stehen lassen? Ach du Scheiße, hat sie mich jetzt ernsthaft hier stehen lassen, oder? Hallo? Hallo? Hat sie mich stehen... Ich warte, sie wird mich schon... Ich denke mal, sie wird mich abholen, oder? Sie wird mich... Leute, ich denke, sie wird mich hier 100 pro abholen. Warte mal. Forever alone? Traffic Stop bei 6049. Ich glaube, die kommt nicht mehr. Ich glaube, die kommt nicht mehr.
4117 Gang, danke für deine Donations. Ben Marco Lotz, tut mir leid, heute bin ich mal zu spät. Viel Spaß, dankeschön. Oh, da ist sie. Oh, hallo, stehen bleiben. Rolle mit einem rötlichen Lamborghini. Kannst du jetzt einmal noch machen? Eine Runde, komm. Eine machen wir noch. Die letzte Runde. 50-21. So, ich zähle runter. 3, 2, 1, los! So, einmal machen wir noch. Jetzt muss ich das mal schaffen, ja. Und auf 25, das schafft sie doch. So, Tuning Freak ist auch dabei. Bisschen besser, danke schön. Xions Lenkrad, moin. Bist mein absoluter Lieblingsstreamer. Absolut cool, danke für die coolen Streams. Ich habe zu danken. Max107 wird auch gegrüßt. Grüß mal Max. Martin Aufnaut, 10 Euro raus mit Radlfahrer. Oh, da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Ah, das wird eine gute Zeit, das wird eine gute Zeit. Das wird eine gute Zeit. 24,56! 24! Warte, ich muss hier gehen. So. Schon ein bisschen besser, aber. Nee, Spaß. Du hast 24,65. Ich bin stolz auf dich. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ich sag's doch, es klappt. Du hast 24,56. Ich bin so stolz auf dich. Wie hast du das geschafft, bitte? So schnell? Hä? Einfach fahren? Ja, siehst du, es klappt doch. Schau mal, pass mal auf. Ich zeig dir jetzt mal, wie ich das mache. Naja, bitte auch die Zeit stoppen, ne? Ja, du kennst ja auch immer die Zeit stoppen, aber ich zeig mir mal, wie das geht. Geht's dir gut? Du zeigst mir, wie das geht. Ja, es ist. Das ist so Karma, ne? Das ist. Ey, meine Bewerbung ist lange, war schon lange, ist lang her. Ja. Ach du heilige Scheiße, wie weit ist es mir gezogen? Es ist alles, es war komplett mit Absicht. Ich hab das nur gemacht, damit du siehst. Ja, du zeigst mir. Nein, damit man sieht, wie man es nicht macht. Karma! Ey, dann sitze ich da. Wir haben keine Scheibe mehr vorne. Ach, warte mal, ich hab noch irgendwo ein Kit. Warte, ich fahr mal schon wohin. Ja, da rum hat schon was. Au. Geht's dir gut? Ja. Nicht da gerade drin gesessen bin. Diese Peinlichkeit. Jetzt zeige ich dir, wie das richtig geht. Lass los. Ja, hudelt sogar mal, was diesem Doku passiert. So. Das hab ich so verdient. So, Doggy Doggy, danke für 92 Cent. It's René's VIP geworden. Vor allem, wenn man. Kannst du bitte Opel Manta reinmachen? Ja, deutsches Fahrzeug in Amerika ist halt immer so schwer dann. Aber es gibt immer so schlechte Models bei europäischen Fahrzeugen, ist mir aufgefallen. Sehr, sehr oft sehr schlechte Models. Also unoptimiert, meine ich damit. Aber Manta wäre schon irgendwie cool, so ein Opel Manta. Und vielen Dank, Feuerwehrmann, für deine erste Spende vor 20 Minuten. Sorry, dass ich hier jetzt das lese. Oder falsch gefahren. Wow. Ja, Entschuldigung, falsch gefahren. Und der los, so. Oh, scheiße. So, warte. Ich hole einen Werkzeugkasten. Okay. Alles gut, ich habe noch ein Auto mit Werkzeugkasten drin. So, bin Kartoffelküchle. Julian, Fan, danke für den Euro. Die toten Dosen hauen 5 Euro raus. Die toten Dosen. Gottfinn, grüß mal bis hier schnelle Fiona. Hier schnelle Fiona, was? Der hier, den Hirsch? Das Hirschragu? Jetzt hab ich aber richtig Bock auf ein gutes altes Hirschragu. Ja, ein gutes altes, wenn schon. So. Dann holen wir uns dann nochmal den Werkzeugkasten, genau. Dann reparieren wir die Kiste einmal. So, Dankeschön auch an Mark P. für 2 Euro, Maxi Dorn, danke für 3,50, ist auch im Start. Hardware heute, hat es direkt geklappt, dafür gibt es auch mal was, habe noch ein paar alte Streams von mir, alles klar. Pommes Panzer und Cool Savage Fan ist VIP geworden. Luna Bella, Ahirsch, wie geht's dir? Du und Erdbeerkäse noch zusammen, willst du wie Zuckerwort? Ja, natürlich. Natürlich sind wir noch zusammen. Stell dir vor, wenn nicht. So, wäre nie so schön. Aber Dankeschön, Luna Bella. So, Luca May kennen wir auch noch. Grüße ihn raus. Wuppeltaler. Geiler Stream, wie immer. Aber sag mal, was ist denn da los?
Da hast du mal bekommen von mir, Wuppetaler. Finn W. haut 90 Cent raus, Infinity Gaming, danke für 1,59, Julian Fan. Haut raus, Dankeschön. Ryu MX ist auch wieder am Start. Und Dominik, kannst du grüßen, liebe Grüße aus Tirol, Dankeschön zurück. Ja. Der King, haut einen Zehner raus, du bist mein Lieblings-YouTuber. Und Finn W. kannst du mich auch grüßen, grüße raus, ich hau mal ein Like halt raus für euch. Liebe Leute, Daumen nochmal auf den Like-Button drauf, das ist abnormal, was hier im Fresh Support ist. Liebe geht raus an euch, alle nochmal einen Like-Button pushen. So, ich muss jetzt nochmal zurück. Bidi, ja. Was ist denn los, du? Ja, ich glaube, mein Auto wird gerade gestohlen. Ihr Auto wurde gestohlen? Ja, da sitzt der Fahrer in der Vordermann. Ach so, ja, warten Sie mal, ich helfe Ihnen mal. Warten Sie mal. Warten Sie, ich mache Ihnen das. Warten Sie, ich breche das mal auf, ja? Ja. Wollen Nickel und die Verkehrskontrolle beenden? Das haben wir gleich, das Problem. Haben wir öfters, das kommt von, wenn sie öfters mal was nehmen, was sie nicht nehmen sollten, dann kriegen sie manchmal haarlos und dann wissen sie das gar nicht so richtig. Okay. Weil wir sehen das nicht, was sie sehen, ne? Ich weiß noch nicht, was sie genommen haben, aber das passiert ab und zu. Ja. Erstmal auf haarlos hin. So, passen Sie mal auf. Das Ding geht aber auch nicht weg bei mir. Ich habe eine Idee, da müssen Sie aber ein bisschen Abstand nehmen, glaube ich. Oh. Nehmen Sie mal bitte ein bisschen Abstand, dann sind wir das Auto, stelle ich mal auch weg zum. So. Aufpassen, aufpassen. Jetzt ein bisschen früher. Ja, sieh, das ist wichtig, dass, da hilft auch kein Abschlepper mehr. Bisschen zurücktreten, bitte, ein bisschen zurücktreten. Das bleibt sich aber ganz schön aus. Shit. Wie ist das denn gerade passiert? Warte mal. Ah! Wie ist das passiert? Ich bin doch nicht mal. Hä? Aber warte, vor mir war doch gerade gar nichts. Vor mir war gerade nichts. Hä? Vor mir war gerade einfach nichts. Was ist passiert, Mann, dass wir hier ziehen? Gegen was habe ich gerade. Ich habe gerade gegen. Oder war es Andel oder so? Ich habe gerade gegen nichts geschossen. Von uns reden, Silber und Schiss. Hä? Warte mal, ich muss das jetzt angucken. Ich habe doch gegen nichts geschossen. Da war nichts. Ich habe in die Freiheit geschossen. Auf einmal haut es mich da weg. Also entweder das war der Bug meines Lebens oder ich weiß nicht. Warte mal, ich gucke mir das mal an. Bin da weggegangen? Wenn das andere war, dann revive ich mich ohne Scheiß. Nee, vor mir war nichts. Holy shit. Es war einfach gar nichts vor mir. Ich habe einfach nur, ich habe nur gerade ausgeschossen und auf einmal war ich weg. Oh, ich werde gerade aufgeholfen. Aber das ist, das muss ich nochmal ausprobieren, was da passiert ist. Essen weg. Nee, Essen war es nicht. Ein Krankenhaus. Nee, ich komme, glaube ich, nicht ins Krankenhaus. Ich hoffe, er hat schon ein Notsignal abgesendet. Ja, solltiert nochmal. Ja, das Feuer. Nee, das Feuer war es auch nicht. Ich bin ja, der Raketenwerfer war ja so, als wäre der. Als wäre der irgendwie selber eingefahren gerade. Das ist der Sound of a Spende. 15 Minuten Krankenhaus erfehle ich, glaube ich nicht. Die kommen schnell. Das ist bei jedem Schuss wurde Leben abgezogen. Warte, echt jetzt? Warte, das muss ich mir jetzt mal angucken. Wenn das stimmt, dann ist das ein Bug. Dann kann ich mich reviven, aber dann dürfen wir die Dinger nicht mehr verkaufen. Weil das ist nicht normal. Aber die Frau sitzt noch immer im Auto drin. Aber ich glaube, du hast recht. Oder warte, mal gucken. Honigan 11, Traffic nee. Stop, Kennzeichen Test 1. Lamborghini. Das ist der Sound auf die Spende. Jawohl, hab ich auch gerade schon eine Verkehrskontrolle gehabt. Kannst ruhig ein bisschen was draufschlagen. Lass mal gucken, oder habe ich irgendwo Verletzung gehabt? Das kann sein.
Nee, da wurde nichts ab, da wurde nichts abgezogen bei mir, wie ich geschossen habe. Nö, da war nichts, da war gar nichts. Da war nur vom Rennen, dass ich ein bisschen Leben abgezogen bekommen habe. Das war vom Rennen, aber nicht vom Schießen. Also das war es auch nicht. Ich habe einfach, das war so, als hätte ich das Ding voll in die Fresse bekommen. Das war das Krasse. Hätte ich das jetzt voll in die Fresse bekommen. Das checke ich gerade überhaupt nicht. Wie lange machst du YouTube? Fragt dir King. Ach, schon länger. Kannst du mal schauen, wie lange der Kanal schon existiert. Luna Bella, kannst du einen Herzring machen? Ein Gruß. Ich mach mal in der Zwischenzeit, weil ich bin ja gerade hier am Boden. Aber wir müssen das nochmal ausprobieren. Wir müssen das nochmal ausprobieren, woran das liegt. Hau mir mal Herzring raus, Leute. Der Herzring ist wie. Lass doch nochmal alle Herzchen da. Herzregen, Herzregen. So. Call me, call me, call me. Nee, das Auto ist hochgegangen, aber so weit geht das doch nicht. Oder wir, weißt du, was sein kann? Vielleicht haben wir ein Script drin. Das kann sein, dass das Auto in dem Moment explodiert ist und ich deshalb noch in diesem Umkreis war. Vielleicht haben wir ein Script drin, dass die Explosion weitergeht als sonst. Das kann ich mir vorstellen. Weil das ist nicht normal gewesen. Ach. Weil ich habe jetzt extra viel Abstand gehalten, aber ich hoffe, die kommen jetzt noch alle. Ja. River von Benny, danke für 2 Euro, die toten Dosen. Freue mich auf einen Stream. Grüße aus der Schweiz, PS, meine zweite Donation. Feier dich, dankeschön. Luca May haut auch nochmal raus, dankeschön. Manuel Becker, Entschuldigung, wenn ich Mittwoch deinen Stream nicht geschaut habe, Bruder. Erstmal entschuldigen, weil er nicht dabei war. Ich zeig dir mal, wie es richtig geht. Jetzt wissen wir den Namen deiner Freundin Karma. Genau. Dankeschön, Manuel Ross, dafür. So ein Polizist muss ich was aushalten. Kannst du mit dem Kursen Manuel grüßen? Grüße mal Manuel. Ja. Jawohl. Und John Wick ist auch VIP geworden. Ey, Grüße gehen raus. Darauf erstmal ein gutes Red Bull. So sieht's aus. Leute, stoßt mal mit mir an. Oh, sie kommen. Sie kommen. Das ist jetzt ein. Wie groß ist das? Wagen. Ich mach mal slash Wunden. Ich will mal schauen, was da ist. Kommt dein Heli? Aber schau mal, ich habe keine Wunden oder so. Ich habe nichts abbekommen. Das war nicht die Explosion, Leute. Geile. Das war nicht die Explosion. Ich habe keine Wunden. Das heißt, wenn ich keine Wunden habe und ich habe null Leben, was war das dann? Das macht doch keinen Sinn. Ich bin gerade irgendwie hochgegangen, aber irgendwie. Macht doch irgendwie keinen Sinn. Aber es war vor mir gerade eine Wand. Das war so, als wäre vor mir eine Wand gewesen. Hallo, ja. Ich schau mal, ob ich da irgendwie mich rausreden kann. Luft gesprengt. Analyzing now. Stand clear. Man kennt den Kollegen. Das weiße Fahrzeug gefunden, ja. Ja. Stand clear. Push to shock. Hallo? Hallo, bitte mal am Boden legen. Ja, mir geht's. Kannst du mal kurz das Auto aufsperren, wenn du Kraft hast? Mir geht's eigentlich gut. Ich habe auch keine Verletzung, glaube ich. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann dir mal den Vorfall sagen. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Kollege, magst du mir bitte einen Schlüssel geben? Ja, warten Sie. So. Danke. Ich kann dir mal was erzählen. Folgendes. Ja. Ich habe das Auto hier vorne wegmachen müssen, weil das hier. Da ist eine Frau drin gesessen. Ich war gerade im Einsatz, ich hatte noch ein paar China-Böller, die ich drin hatte. Also so ein Raketenwerfer. Wissen Sie, so ein Feuerwerks-Raketenwerfer. Und ich habe damit geschossen und passen Sie auf. Auf einmal bin ich K.O. gegangen. Das war. Aber ich habe mich nicht selber angeschossen. Ich schwöre Ihnen, bei Gott, ich habe mich nicht angeschossen. Ich bin auch komischerweise nicht verletzt. Ich habe nichts abbekommen, wenn Sie mal gucken. Du hast mir einen falschen Schlüssel gegeben. Okay, warte. One Adam 13 10-8. Das heißt, sie haben keine Schmerzen auf irgendwas? Nein, gar nichts. Ich habe irgendwie einen Rückstoß bekommen. Sie können ja auch nachschauen. Mhm. Ich verstehe selber nicht. Ich weiß auch gar nicht. Die Karre einfach ist das hier Blut? Was? Ich verstehe selber nicht. Ich bin selber. Ich muss das nochmal testen, das Ding. Ich habe damit geschossen. Auf einmal hat es mich da weggeschallert mit dem Ding. Also, das ist unglaublich. Okay. Das heißt, sie wollen eigentlich nicht mit ins Krankenhaus. Jawohl, die Frage ist, finden Sie was an mir? Hey, das ist die Frage. Du hast dich.
Ich hab, pass mal auf, ich schwöre bei Gott, ich hab mich nicht angeschossen. Ich bin nur einfach K.O. gegangen, obwohl ich nicht mal Verletzungen habe. Ich habe jetzt geguckt, ich bin ja nirgends verletzt, ich habe den Schmerzen, ich versteh's nicht. Okay, na, weil wenn ich sie durchcheck, ich sehe auch nichts. Ja, genau das meine ich. Und ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Das ist irgendwie. Hier, dass du dir nicht irgendwo ein Buch. Nee, gar nichts! Das ist es ja. Ich habe vorhin auch geguckt, es war nichts. Nichts! Wenn ich fühle mich ganz normal. Wenn du jetzt auf die Beine abtast, haben sie irgendwo Schmerzen? Nee, gar nichts. Ich bin alles auf null. Komplett null. Wirklich alles null. Ja, das liegt an dem Projekt, den du was getan hast. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich kann es Ihnen selber nicht sagen. Hä, wegen was? Kurze Lagemeldung, Feuer ist aus. Wegen dem Eis oder was? Leider abgelöscht. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Ist jetzt. Meinst du das wegen dem Eis hier? Wegen dem. Dass das deshalb passiert ist? Das, ja, weil hier Eis ist. Nee, wegen was kann es ja, passiert sein? Hast du drüber geschossen oder was? Nein, ich hab da über links, neben dem Auto links. Traffic Stop okay. Bei 32. Ich verstehe selber nicht. Ich bin komplett perplex. Ich kann es ja nochmal probieren, aber ich weiß nicht. Okay. Wenn sie da sind, sie sind jetzt da, ja, oder? Ich würde es gerne nochmal probieren. Ich würde es gerne probieren, weil ich weiß nicht, was da gerade vorgefallen ist. Ich würde es echt gerne testen. Ja, dann stehen sie mal in Ruhe. Weil mir geht's so sonst gut. Ich kann es jetzt nochmal probieren. Ich hab noch ein paar Schuss. Alle mal ein bisschen weg hier, alle ein bisschen weg, das wird jetzt ein bisschen clashen hier. Bitte nicht am Heli. Nee, nicht am Heli, nicht am Heli. Ich schieße hier rüber, so wie ich vorhin geschossen habe. Genau hier habe ich geschossen, passen Sie auf. Genau so habe ich geschossen. Und dann auf einmal. Sehen Sie, genau so. Verstehe es nicht. Ja, ich weiß nicht. Jetzt habe ich habe jetzt exakt an derselben Stelle geschossen, weil da liegen auch noch die Patronen. Es ist jetzt gerade nichts passiert. Ich habe genauso geschossen wie davor auch. Okay. Aber ich habe auch nichts abbekommen. Ich verstehe es nicht. Links sich nochmal bitte auf die Trage. Ja, ja, ich lege mich nochmal drauf. Und links die schusssichere Weste vorher bitte ab. Also ja, vorher ja. Das. Ich spüre jetzt auch keine Schmerzen oder sowas. Okay. Du hast kurzzeitig gebrannt. Das hast du nicht gemerkt, aber hast ich, du schon bewusst. Nee, bei mir habe ich nicht gebrannt, tatsächlich. Ja doch, das Feuer ist ziemlich schnell ausgebrannt. Ja, nee, aber bei dir vielleicht, aber bei mir habe ich nicht gebrannt. Habe ich wirklich nicht. Ja, bei ihm aber auch. Okay. Wenn ich sie auf der Hand abtaste, ganz vorsichtig, ja. Keine Schmerzen? Gar nichts. Ich bin komplett 0-0-0. Alles super. Das gibt's ja nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich war K.O. kurz. Wissen Sie, was sein könnte, was ich mir vorstellen könnte? Dass ich vielleicht durch die Explosion des Fahrzeugs ja explodiert vor mir. Ja. Das war in dem Moment. Oder das schwarze, das erste Auto da nicht? Nee, das nicht. Das stand da schon, der BMW da vorne, ja. Dass der vielleicht bei der Explosion, dass ich irgendwie einen epileptischen bekomme oder irgendwie sowas oder irgendwie, dass das zu hell war oder. Raketenwerfer in die Fresse kriegt. Nee, habe ich eben nicht, das war's ja. Der Raketenwerfer ist aufs Auto gegangen. Das meine ich doch. Nein, der Abschuss, der Gegenstoß. Der Gegenstoß, ja, aber es macht doch keinen Sinn, warum soll ja, der Rückstoß. Ja, aber schau mal, wenn der Raketenwerfer mich getroffen hätte, dann hätte ich eine Wunde irgendwo, das habe ich nicht, ich verstehe es selber nicht. Ja, Beule auch nicht, dann Beule sich aber auch nichts. Keinen Kopf oder irgendwo. Gar nichts mehr gezuppert, das ist ja das Komische, ich verstehe es selber nicht. Hätte ich jetzt eine Wunde irgendwo, dann würde ich sagen, ja gut, dann nehmen sie mich mit, aber so ist halt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich durch das Fahrzeug da hinten irgendwie so einen Blitz erlebt und dann bin ich umgefallen, das kann auch sein, ich weiß es oder nicht. Oder kurz einen Stromschlag von der Leitung oder so bekommen. Das ist die von der Leitung, ja, das ist. Naja, ich habe ja gerade ausgeschossen, das macht gerade wenig Sinn. Dann stehen sie auf, dann machen wir wieder das da ab und ja. Ich muss immer noch aber trotzdem die Anfahrt ausrechnen jetzt. Natürlich, das muss ich ja. Ich bin ja am Boden gelegen. Aber ich kann noch mal gucken, warten Sie mal. Wirklich null. Ist gar nichts. Null, 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 null. Nicht mal irgendwo eine 1 oder so. Sollen wir noch einen Mechaniker rufen? Das will ich da vorne gleich machen für den Herrn. Ja, die Frau sitzt noch immer drin. Ja, da bin ich noch dabei. Da will ich noch was machen. Okay. Oh. So, kommt jetzt der Rechner auf mich zu? Oh. Nein, du möchtest das noch machen, also. Ja, nee, ich helfe dir noch. Das war ja der. Oh, dankeschön. So. Dann habe ich eine. Och, das wird sicher teuer. Für die drei Fahrzeuge, nein. Für die drei Fahrzeuge. Sie kümmern sich um den Mechaniker, haben Sie gesagt? Ja, ich muss dem nur was helfen. Da ist eine Frau bei dem drin und die muss ich da rausholen. Wo ist eine Frau drin? Ja, die sehen Sie nicht, ich sehe die auch nicht.
Aber okay, ich deshalb mache ich das für ihn. Alles klar. Jawohl, aber vielen Dank fürs Willkommen. Ja, kein Problem, alles gut. Dankeschön. Zurück im Dienst noch. Tschüss. Ebenfalls, tschüss. So. Wir sollten vielleicht hier die schusssichere Weste anziehen, bevor das passiert. Ah ja, stimmt. Vielleicht hat die mir das Leben gerettet, dass ich nichts bekommen habe, ich weiß auch nicht. Das habe ich so nie gehabt, dass ich Unfall und ich habe einfach keine Verletzung. Ja, das hat es hier explodiert und sie lagen da. So, probieren Sie es mal jetzt. Ja. Weil anders kriegt man die Frau nicht raus. Wenn er zum Mechaniker kommt, ist sie da wieder drin. Nee. Ist sie bei Ihnen noch immer drin? Nee, ist keiner drin, aber ich kann nicht einsteigen. Können Sie mal nochmal aufmachen? Eieiei, das Ding ist aber komplett verklemmt. Mhm. Warte mal. Probier jetzt mal. Jetzt. Ah! So. Ach, Gott sei Dank. Ja gut, dann haben wir's. Perfekt. Jawohl. Dankeschön. Bitteschön, weil anders ging's nicht. Man muss das Ding nämlich komplett in die Luft hauen, das Ding. Okay. Sonst bleibt die da drin sitzen und ich kann das nicht wegmachen. Jetzt soll's funktionieren. Jawohl. Okay, dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Tschüssi. Siehste? Ich bin zwar einmal umgekippt, aber ich habe jetzt immerhin einen Zivilisten glücklich gemacht. Hey, du bist abgebrannt, aber ist in Ordnung. Bei mir nicht. Ja, bei mir war das nicht so. Das Feuer hat sich so schnell ausgeweitet, da warst du auch in Flammen. Okay, nee, bei mir nicht. Aber ich schwöre dir, aber so. Ich habe den Grat erst frisch repariert. Ja. Ich habe den Grat frisch gemacht. Ach Gott sei Dank geht das noch. Also mal eine Runde Bock Eis zu laufen? Eine Runde? Hä, was? Wow. Hui! Kann man da wirklich Eis laufen? Oder ja, siehst du doch! Nee, lauf! Hui! Alter, wie schnell das hier geht! Oh mein Gott! Wir sind gleich tot, oder? Nee, warum denn? Wie geil ist das denn? Alter Schwede. Oh, wir rutschen. Alter, macht das Spaß! Ey, das macht doch Spaß, oder? Ey, komm, das macht doch wirklich Spaß. So, warte, ich fahre noch einmal eine Runde. Also, ich fahre mal eine ganze Runde von hier nach hier. Ja, warte, eine Runde machen wir noch, komm. Eine Runde noch. So, pass auf! Bist du ready? Was ist das für ein Polizeitag, Alter? Whee! Ja, ich muss ja ein bisschen was zeigen, was wir so als Polizisten so machen. So in unserer Freizeit. Ja, ich mach's das. Okay. Genau das machen wir! 24/7! Und jetzt halte ich fest. Okay, wir können nicht schneller als 200 km/h fahren anscheinend. Ja, geil. Schau mal, da sind Schiffe und Boote noch. Die sind da eingefroren. Macht aber schon Spaß, ne? Hier. Nur 220, schneller geht's hier nicht. So, fahren wir mal hier hoch. Macht doch Spaß, ne? 1 LM13, Verkehrsanhaltung beendet. Fahren wir mal zurück auf den Highway. Da, wo wir eigentlich hinkören. Ja, warte mal, da fährt wer zu schnell. Warte, pass mal auf, da vorne. Siehst du den? Den holen wir uns jetzt. So, du gehst das Kennzeichen durch, ich gehe mal zu dem Mann, ne? Oder zu der Frau, je nachdem, wer drin sitzt. Einen wunderschönen guten Tag, bitte, ja. Ja, schönen guten Tag. So, Sie sind ein bisschen zu schnell gefahren, der Herr. Okay. Einmal bitte den Führerschein, hier ist 100, Sie sind über 160 gefahren. Oh je. Ja, oh je. Hab ich schon von ganz hinten gesehen, von ganz weit hinten. So. Haben Sie bekommen? Den Herrn Martin haben wir hier. Jawohl, habe ich bekommen. Fahrzeug ist Ihres? Natürlich. Wo geht's denn so schnell hin, wenn ich fragen darf? Oben in die Berge zum Holzfällen. Ach, Sie gehen Holzfällen, alles klar. Okay, alles. Juhu. Alles korrekt? Ja, alles okay. Zugelassen auf einen Frank Martin. Jawohl, warten Sie noch ganz kurz, ich muss noch schnell was machen.
One Adam 4, Verkehrsanhaltung mit einem Ford Pickup Raptor mit dem Kennzeichen ICQ344. So, da haben Sie den Führer schon wieder. Sind Sie bei der Feuerwehr oder wo sind Sie denn? Bei den Sanitätern bin ich. Sind Sanitäter, alles klar. Angestellt im EMS. Alles klar. Jawohl, also Sie fahren jetzt zum Holzhacken hoch. Genau. Wird ein kalter Winter, damit der Kamin läuft. Hm. Ja, ja. Natürlich. Ui. Für was brauchen Sie denn so eine fette Rambar? Weißer Hirsch kommt, oder was? Genau. Weißer Hirsch kommt direkt rüber, ne? Und falls genau so Stein im Weg liegt. Nichtsdestotrotz muss ich Ihnen leider eine kleine Rechnung aufstellen. Von leider. $4,000. Weil sie, weil weit zu schnell gefahren sind. Sie sind 168 gefahren. So, die Rechnung können Sie bitte direkt bezahlen und dann dürfen Sie ja schon weiterfahren, dann passt das alles. Erledigt, Officer. Vielen Dank, dann fahren Sie vorsichtig weiter und fahren Sie langsam, vor allem hier ist sehr rutschig. Da kann schon mal was passieren, ne? Jawohl. Jawohl, wünsche eine schöne Weiterfahrt, ne? Dankeschön. Alter, Simon Seilaut, Luna daraus. Einfach nur Hammer, feier dich, mach weiter so. Vielen Dank, Simon! Dann lassen wir doch mal Money Rain da für Simon! Everybody owns me. Vielen herzlichen Dank. Simon Seiler, Grüße gehen raus. Der wuppelt den ganzen Huni raus. Da geht der Klaus im Opernhaus mit einer Maus aus dem Opernhaus raus. Das haben wir jetzt verdient. So, Johnny, wer jetzt auch mal da hatte, bis jetzt Spätschicht. Der Grüße an Johnny, der ist auch dabei. Ich bin ja auch dabei. Wieso muss man eigentlich 18 sein für RLO? Interessiert mich echt. Bist der Beste. Danke. Ja, das haben wir deshalb gemacht, weil die Leute mit 18, finde ich, halt schon reif genug sind für so einen Server. Heißt nicht, dass man mit 14, 15 unreif ist. Aber gibt es halt auch immer wieder 18-Jährige oder über 18-Jährige, die unreif sind. Aber der Hauptgrund, warum es so ist, wir hätten es ja sonst auch ab 16 machen können, ist eigentlich wegen YouTube, weil wir da die Rechte bräuchten von jedem Einzelnen, von den Eltern. Und das ist sehr umständlich, da müssen wir dann die ganzen Dokumente speichern, wenn da mal sowas vorkommt und ja, deshalb, weil YouTube sieht es vor, dass man volljährig sein muss, dass man mit einem Video vorkommen darf. Das ist so das Gesetz und daran will ich mich halten und das Einfachste ist einfach 18 plus machen, dann passiert das nicht. Somit muss man nicht von jedem Elternteil die Bestätigung kriegen und wer weiß, ob das dann gefaked ist und so, ne? Also weiß man nicht. So, Assi Bruder, bist der Beste, mach weiter. So, also, Dankeschön, Black Knight für CP-Wende, Leon Wegner für CP-Wende, King. Was ist das schnellste Auto im Spiel? Ich würde fast sagen, der hier und Bugatti Veyron und das Königseck. Also, und ja, halt Agera RS, würde ich halt so sagen. So. Ist eigentlich so gerade das schnellste bei uns. So, Dankeschön ans Gilim TV. Jo, ist zwar nicht viel, aber sollte für einen Mitternachtssnack reichen, könntest du mich grüßen. Dankeschön für den ganzen Maßriegel, Bruder. Und Grüße gehen raus an Skillim TV. Oh, Raubgegangen. Ui. One at them for responding. One at them for responding. One at 19 responding. One at 33 responding. So, jetzt zeige ich schon mal, wie es so richtig geht, ja? Okay. Ja, jetzt geben wir mal ein bisschen Gas in die Hütte. Jawohl. Wir fahren jetzt 360, halte ich fest, ja? Schnall dich an, halt dich fest. Ich hab mich angeschnallt. Ja, perfekt, das ist ganz wichtig. Mich an deinem Schoß fest, okay. Weil da müssen wir alle mithalten. Wenn da die probieren auszurauben, müssen wir uns alle einschalten. Ich halte mich an deinem Schoß fest. Jawohl, perfekt, perfekt. Kannst du es markieren für mich, dass ich so den schnellsten Weg habe? Bitte, danke. Blackout, sorry, warte. Shots fired. Shots fired, shots fired. Eine Person maskiert. So, du musst jetzt aufpassen, Kopf runter. Ja. So, hol die Schrotflinte raus.
Bleib am besten beim Auto, ja? Du kannst dich da nicht relativ gut ranstellen. Das ist problematisch bei dem. Sind die noch da, Kollege? Kann also eine der Einheiten noch auf meine Seite rüberkommen? Ich bin hier alleine. Hat den Kollegen beschossen. Der hat den Schlangen geschossen. Scharf geschossen auf den Kollegen. Jawohl, dann dürfen wir schießen. Perfekt. Ja, ich gehe wieder rüber, dass ich den Ausgang im Blick habe. Jawohl. Ich muss ja meinem Azubi Bescheid sagen. Weiterer Schuss abgefeuert. So, pass auf, das ist jetzt eine schwere Situation. Versteck dich am besten hier. Der hat schon einen Schuss an Officer geschossen. Das heißt, den dürfen wir abknallen da drin. Ja, wird jetzt anscheinend das heißt, blutig. Wenn er kommt, dann darf ich ihn anschießen. Du bleibst jetzt erstmal da hinten. Der kommt da nicht mal zu aber dir. Aber wenn. Warte mal, ich stelle nur das Auto weiter rüber. Ja, wenn er kommt, dann schießt du, ne? Du hast es eh gelernt. Ja. Uiuiui, Einsatz. Oh, Patronenhülse, okay. In der Bank befindet sich eine Person mit Motorrad. Motorrad steht am. Am Juwelier. Motorrad steht am Haupteingang bereit zur Flucht. Motor an. Person zielt aktuell auf Haupteingangstür. Aktuell keine Geiseln in Sicht. Person hat gerade die Eingangstür aufgeschossen. Das ist der Sound of a Spende. Bewegung am Haupteingang. Das ist der Sound auf die Spende. LAPD, das Gebäude ist umstellt. Jeder Fluchtversuch ist zwecklos. Ergeben Sie sich. Person befindet sich aktuell hinten rechts im Laden.
Also der Täter mag nicht verhandeln. Täter am Boden. Kollege. Bitte. Das Motor im Fluchtfahrzeug ist zugelassen auf Jan McGarrett. Bei mir steht er, ja. Ah, okay. Na, der hatte gerade nochmal versucht, hier so eine Glasscheibe einzuschlagen, als ich ihn erschossen habe. Okay. Ah! Ja, kann sein, dass es deshalb ist. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? What the? Warte mal. Okay. Hast du auch noch nicht gesehen. Ihr spukt schon anscheinend. Schauen wir mal. Ja, er hat Kopfschmerzen gekriegt. Alles klar. Uiuiui. Das heißt, der ist dann drüben beim Ding. Einmal bitte Tatort absperren mit Absperrungen. Müssten wir dann zum Krankenhaus rüberfahren direkt. Der wird dann dort sein. Polizeiabsperrung, ja. Sanitäter kann anrücken. Ja, ja. Also, den habe ich schon verständigt. Der sollte eigentlich schon unterwegs sein. So. Ja, der. Gut. Gesundheit. Sorry. Weihnachtsschnupfen. Ja. So, kannst die Waffe wegpacken, ist alles gut. Der wollte nicht kommen. Den Kleinen. Ja, nee, der hat da drin Angst bekommen. Der war komplett umstellt. Ja. Der wollte aber auch nicht kooperieren. Der hat auch schon einen Kollegen angeschossen. Jetzt sind wir reingegangen und ja. Wer fährt schon Kollege zum Krankenhaus? Ja, Kollege ist schon unterwegs sogar. Perfekt. Müssen wir das nicht machen? Müssen wir Highspeed Unit weiterfahren? Gut. Gut. Ich baue das hier noch ab, ne? One Adam Third ist wie verlegt zum Krankenhaus. So. Gut, dann können wir gleich mal loslegen. Dann hast du jetzt schon mal den ersten richtigen Einsatz zu spüren bekommen. Komm. Komm. Ja, oh, wo sind die kleinen. Ah, sind die süß. Guck mal, kleine Weihnachtsmänner. Dann guck mal die. Guck mal hier die Dinger, diese. Schau mal, wie süß. Die Zuckerstängel. Schau mal, der kleine Weihnachtsmann. Ja. Und da drüben gibt's Geschenke. Oh, guck mal, wie süß. Ah, wie geil. Richtig fett. So, warte, bevor wir weiterfahren, ich tue nur das Gewehr wieder hinten rein. Wie ging es nochmal? So, einmal rein damit, genau. Schaffst du das von selber, oder? Mit dem Muskel/Waffe? War davor ein bisschen anders, deshalb sag ich es dir mal. Ja, danke. Ja. Ich habe jetzt selber nochmal überlegt, wie es geht. Ja. Ja. Perfekt, da kommst du mit. Weißt du, bei der Highspeed Unit brauchen wir dann sowas eigentlich nicht. Das ist nur zum Notfall, zum Auspacken. Alter, was ein Notfall hier. Gerade am Start war. Alter Schwede. Da war jetzt gerade was los. Möchtest du mal fahren? Nee, du. Wirklich? Hast du Angst, dass du einen Unfall baust? Ja. Ach so. Ja, ich fahre jetzt eigentlich relativ vorsichtig. Ich kann schnell, aber vorsichtig. Ja, hat man ja gemerkt, ja. Dass du mir zeigen wolltest, gell? Ja, kommt das eine Mal. Ah, ja. Das Schild war da vorher nicht, ne? Das steht erst seit einer Woche hier. Alles klar. Das bin ich nicht gewohnt. Ja. Ja, das haben sie neu hingemacht, der Start. Das ist ein Geisterauto bei mir. Die der Täter konnte im Juwelier gestellt werden. Ja, wir bräuchten nochmal einen Sanitäter hier vor Ort beim Juwelier, dass sie nochmal den Geisel, also den Räuber überprüfen auf. Verletzungen.
Er gibt an, keine Verletzungen zu haben. Es geht darum, den perfekten Spot zu finden, ja? Yeah, ist nicht so einfach. Sollte reichen. Ja, jetzt erst abwarten und Tee trinken. Ja. Ja. Müssen wir mal gucken, ob da noch wer durchfährt um diese Uhrzeit. Ja. Ja, haben wir schon ein paar bekommen da hinten. Ich sag immer so, es ist nicht der perfekte Spot, es ist halt ein Spot, wo ich sonst auch mal stehe, ja? Wenn ich so merke, ja, so statt Einsatz ist gerade was los mit den Cops und so, dann kann ich ja hier auch mal stehen. Der Sanitäter kann dann durchgewunken werden, ja. Die Person ist hinten am Haupteingang. So. Da warten wir mal, ob da wer durchfährt. Mit ein bisschen. Ah, da fährt schon wer. Das haben wir gar nicht lange warten müssen. Oh, der ist schon. Eieieiei. Ron Adam 4, Verkehrsanhaltung mit einem Audi RS7 mit dem Kennzeichen JN1. Sie wissen schon, was zu tun ist, ne? So, einmal bitte Fensterscheibe runter, der Herr. Oder die Dame. Ja gut, das ist nicht die Fensterscheibe. Genau. Ja, ich hab's nicht so mit dem Autos, ne? Sorry. So, ich krieg da mal bitte von Ihrem Führerschein. Oh, Entschuldige. Bitte. Ah, hast du jetzt den Führerschein? Ach, ja, habe ich. Ah ja, ich habe jetzt auch. Ja, perfekt. Passt perfekt. Wie ist ja, Sie, ist ja, alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Nichts vorzufinden? Nee, keine alles klar. Oder sonstiges. Perfekt. Ja gut, wo geht's denn so schnell hin, die Reise? Hoppala, warten Sie mal ganz kurz. Panic-Button ist falsch. So, Entschuldigung, ich habe gerade aus Versehen meinen Panic-Button gedrückt. So. Oh nein, oh nein, ja. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Alles gut bei Ihnen? Okay. Oh mein Gott, ja. So. Wisst ihr schon, damit ich diesen Panic-Button wegbekomme, muss ich das also, machen. Ja, gut, da, ja. Ja, natürlich. Tut mir leid. Tut mir leid. Sie sitzt, sie sitzt sich gerne mit drin da oben. Sehr bequem, okay. Ja. Das freut mich. So, ich wollte nur fragen, wo gehst du denn so schnell hin? Jetzt kann ich mit Ihnen reden, weil ich habe vorhin einen Panic-Button aus Versehen gedrückt, weil ich zu nah an dem Auto war. Ja, tut mir leid, passiert mir manchmal. Ja. Das Chaos. Warum fahren Sie so schnell? Es ist Winter. Ja, ist Sportmodus unabsichtlich. Sportmodus unabsichtlich im Winter? Der stellt automatisch einen Sportmodus um. Ja. Sie sind ja ein Auto reingefahren, ich bin normalerweise BMW-Fahrer, deswegen. Ach so, Sie fahren Audi, ja guter. Da sind sie, haben sie ganz schönes Downgrade gemacht, der Herr. Das sind sie aber schon. Ja, also vom BMW zu Audi ist schon ein Downgrade, oder? Finden Sie nicht auch? Naja, ich brauch halt einen Viertürer. Ja, aber da gibt's auch schöne BMWs. Das ist mit einem M5. Damit können sie auch gut mithalten. Einen geilen M5 in die Garage und geht schon. Geile Heckschleuder. Ich dachte eher so eine 7er-Limousine. Ja, die ist auch geil, haben Sie recht, ist zwar nicht ganz so schnell, aber ja. Gut, ich schreibe mir mal ein Ticket, ne, wegen dem Plausch. Was ich Sie fragen wollte, wo fahren Sie denn so schnell hin? Kollegin, gehen Sie mal ein bisschen weg, dass ich dem das ausstehen kann. Ich wollte auch mal ein Chiliad fahren, ein paar Fotos machen fürs okay, Auto. Weil ich die verkaufen möchte eigentlich auch wieder. Sag ich ja, Sie haben Downgrade gemacht. Ja, deswegen. Mhm. Ja, Sima BMW holen. Sima. Genau. Ja, dann machen Sie was richtig in Ihrem Leben. Holen Sie sich ein BMW, das ist was Schönes, was Gutes. Audi, das ist aus dem VW-Konzern, ach kommen Sie. Wir bauen da auch nur einen VW-Motor ein und kleben dann da vorne die 4-0 dran. Wappen drauf. Bitte was? Ein anderes Logo drauf. Nee, die 4-0. Wie sagt man beim Audi-Fahrer? 4-0 und die eine 0, die sitzt im Auto, ne? Ja, ist jetzt nicht gegen Sie gemeint, Sie verkaufen das Ding eh, sind Sie froh drüber. Ja. Okay. Dann fahren Sie einen schönen bayerischen Mistwagen und das Ding geht ein bisschen mehr ab. Das können Sie mir glauben. Das ist. Ich meine, es ist nicht schlimm, der Audi, ne? Aber ich denke mir immer so, warum nicht gleich ein BMW? Ne? Warum nicht gleich was Schönes? Steht ja in der Garage, so ist ja nicht. Ah, okay.
Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Weiterfahrt, fahren Sie vorsichtig. Und Sie haben da vorne einen kleinen Schaden reinbekommen, weil Sie da einem Herrn zu dicht aufgefahren sind und nicht bremsen konnten, glaube ich. Ja, weil Sie mich erschreckt haben. Ich habe Sie erschreckt. So, ja, ein bisschen Sicherheitsabstand. So haben Sie keinen Abstandhaltesensor da vorne? Warten Sie mal, haben Sie doch. Da sehe nur ich das. Ah, nee. Ja, aber das funktioniert nicht so gut wie im BMW. Nee, kein Wunder, dass es nicht funktioniert, weil Sie keinen haben. Da vorne ist keins drin. Sie haben keins verbaut. Sie haben die billige Variante genommen. Das ist blöd. Da haben Sie gespart. Ich bin beschissen im Autohaus. Wurden Sie? Wer hat den Wagen verkauft? Ah, ich glaube, der Herr Conner war das sogar. Ja gut, der verarscht die alle. Der zieht allen drüber, also... Den darf man nichts glauben. Wenn ich ehrlich bin, ich würde niemals im Autohaus was kaufen, wo es nach Urin riecht. Gehen Sie doch in ein Autohaus, wo es nach Autos riecht, aber doch nicht nach Urin. Verstehen Sie, was ich meine? Habe ich hier Urin-Tiger gehört? Ne, Urin-Autohaus. Ne, passt schon. Gut, ich wünsche Ihnen jetzt eine frohe Weiterfahrt. Sie machen das Richtige. Verkaufen Sie den, tun Sie sich einen geilen BMW von. Kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Ja, werde ich machen. Machen Sie das, ja. Dann werden Sie auch nicht allzu oft angehalten. Jawohl. Okay. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ne? Tschüssi. Tschüss. Siehste, so macht man das. Ja. Sehr professionell muss man wirken. Das ist das Wichtigste im Straßenverkehr. Ja, sehr professionell. Panic-Button, dann erstmal ins Fahrzeug steigen, ne? Also, man kennt's. Ich sag hier, professionell muss man wirken. Er fährt ja, jetzt wieder zu schnell, weil ich schau mal, ob ich schnell jetzt fährt. Warte, pass mal auf. Das wird er sich nicht trauen. Hm, traut er sich nicht, ne? Uiuiui. Wow. Professionell, ne? Jetzt kann ich dasselbe machen, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich parke mich dann nochmal vorne wohin, dass der mich nicht sieht. Und dann schauen wir mal, ob der nochmal schnell fährt, okay? Machen wir das? Pass mal auf. Ich glaube, was in den Stein... Ja, okay. Du bist ein Arsch. Ja, aber man muss ja gucken, ob die es einhalten oder ob sie es nicht machen. Deshalb, man muss immer ein bisschen gucken, weil die denken sonst, wir sind blöd, aber sind wir ja nicht. Verstehst du? Das ist ja das Schöne. Wir sind nicht blöd, wir lassen uns nicht lumpen. Oh, der fährt hier oben lang, glaube ich. Ja, der fährt hier oben. Ja. Ja gut, das war's wieder komplett. Nein, ich wollte hier sowieso parken, passt schon. Nein, ich wollte hier sowieso stehen. Das ist so der beste Spot hier. Das kannst du dir merken, wenn du bei der Highspeed-Unit bist. Hör mal zu, bei der Highspeed-Unit, wenn du da durchratterst, du siehst das Auto nicht. Das ist der perfekte Spot. Du kannst nach vorne und hinten blitzen. Also vorne und hinten, besser geht nicht. Vorne und hinten, besser geht nicht. Ja, du kannst beide Seiten blitzen. Weil du stehst hier in der Mitte, machst hinten die Antenne an. Hast du vorne Antenne und dann blitzt du vorne und hinten. Das heißt, es ist. Ach, schau mal. Ach, schau. Nee, lass mal vorbeifahren, der ist 150 gefahren. Es ist, wenn man mit einem Lambo 150 fährt, dann drücke ich doch mal ein Auge zu. Ja, das sage ich nochmal, ja. Er übertreibt es immer nicht. Wenn ein LKW 150 fährt, ist was anderes. Na, schauen wir mal. So, Dankeschön an, wer haut raus? Sorry, Leute, es ist wieder zu viel los hier. Das habe ich vorgelesen. Avdiu Nolian, kannst du mein Cousin, das habe ich eh vorgelesen, genau, Manuel Rost, habe ich auch vorgelesen. Manuel Becker habe ich vorgelesen, Luca Maya vorgelesen, die toten Dosen. The King, habe ich auch vorgelesen. John Big haut VIP raus, Leon Wagner und Black Knights sind VIP geworden. Xunflow 45, bitte stream wieder jeden Tag so wie früher. Geht halt schwer, wenn du Serverweiten machst, weil ich worke wirklich viel am Server. Da brauche ich meine Auszeit, wo ich dann halt komplett in meinem Script drin bin. In meiner Script-Dingsen. Aber ich stream eigentlich jeden zweiten Tag und manchmal schiebe ich dann auch mal einen Tag mit ein, wo ich dann sage, okay, das stream ich jetzt auch. Aber ich denke mal so, jeder zweite Tag, das Stream ist angenehm. Das ist angenehm mit dem Worken am Server. Das geht sich noch gut aus. So, Patrick Schussmeier. Kannst du eine Lasershow machen? Die ist für besondere Zwicke. Die ist sonst nichts mehr Besonderes. Gabriel Canaris. Perfekt, um Langeweile. Was? Langeweile zu Tod, man kennt's. Deutsch 5. Mathe 5. Englisch 6 Sätzen. Sollte mein Zeugnis aussehen können. So. Das ist der Sound of ich. Genau. Assi, Bruder. Ist der Beste, mach weiter so. Dankeschön, Mr. Dev. Wieso muss man, also das habe ich auch vorgelesen, warum man 18 sein muss. Johnny, wer jetzt auch mal da hatte, bis jetzt Spätschicht, habe ich auch vorgelesen. Hä, warum habe ich das jetzt unten nicht vorgelesen? Mich komplett bescheuert. So, haben wir eine Nachricht bekommen. Was haben wir denn für eine Nachricht bekommen hier? Verlassenes Fahrzeug im Wald gefunden. Da darf er jetzt nicht hin, Bruder. Ich bin
gerade hier für die Sicherheit der Straße zuständig, aber nicht fürs Auto, wenn das da oben steht. Na, was machst du noch so heute Abend, außer Fingernägel kauen? Wer sagt, dass ich Fingernägel kaue? Ja, bei mir hast du gerade Fingernägel gekaut da neben mir. Nein. Na doch, hast du. Nein. Könnten sonst einen Kaffee trinken gehen, wenn hier keiner kommt. Ah, da kommt wer, schau mal. Ui. Oh, der fährt ja rauf, warte mal. One Adam 4 bräuchte mal Unterstützung. Wir haben hier einen GTR, der hier in Sandy Shores bei 703 Amok fährt. Bräuchte mal Unterstützung. Update ist jetzt bei 817, also 817, jetzt 812, direkt in Sandy Shores. Stehen bleiben! Sofort anhalten! Alter, was piegen sie ab? Und ja, ich lasse die Leute auch mal ein bisschen weiterfahren. Ist ja spannender. Man muss ja nicht immer direkt die Leute einbauen und dann festnehmen. Ich finde das immer spannend, wenn wir ein bisschen Verfolgung haben. Oh Scheiße, ich hab noch 15er Tank. Ich merk's. One of them four, der Verdächtige fährt jetzt auf dem Eis in Sandy Shores. Er fährt jetzt wieder Richtung Sandy Shores einwärts. Wow! Aus dem Fahrzeug! Aus dem Fahrzeug! Ah, steigen Sie aus jetzt! Ah, alles gut, alles gut! Ah. Nehmen Sie mal die Hände nach oben! Okay, ich nehme ihn fest, so. Ach, den hat es überschlagen hier, mich hat es aber auch hier! Gerade über die Plank hat es mich rüber geschleddert! Geht's dir gut? Ja, um irgendwelche illegalen Substanzen. Kurzes Blackout, da war alles in Ordnung. Kurzes Blackout, ich hab gar nichts bekommen. Ich bin einmal kurz über die. Nee, mich hat's voll geschadet. Nee, das will ich nicht. Ich kann aber gerne mal gucken. Eieiei, warte mal, ich tu mal nachfüllen jetzt hier. Wieso? Was denn? Was ist denn los? Soll ich mal auftanken oder? Nee, ich mach schon, ich hab ja auch einen dabei. Okay. Alter, stell dir vor, der wäre noch ein bisschen weiter gefahren. Das hätte ich gar nicht mehr zu. Und melde Code 4 bei der Verfolgung sagt. Ach du Scheiße, du. Na, beim Auto ist kaum was passiert. Das nennt man mal Panzerung. Ja, ich kann ihre Verletzungen nicht abtasten und leider. Also, ich werde mal einen Sanitäter rufen, der soll mal über sie drüber schauen. Ja, den hat's komplett überschlagen mit der Kiste. Ich glaube, dem geht's nicht ganz so gut. Ja, ein bisschen Dreh rumbumm und so, aber 3-Punkt-Gurt regelt.
Hier One King 9, Informationen zur aktiven Verfolgung wären ganz nett. Bei der Verfolgung war gerade Code 4. Warum hauen sie überhaupt ab? Haben sie was zu verbergen? Ich glaube nicht. Da hat ja nichts dabei gehabt, oder? Nichts dabei. Nee, Waffen ja, halt, aber. Das macht ihnen Spaß, oder? Ich wollte mal wieder mal mein GTA austesten. Ja, gerade hier in den Witterungsverhältnissen, der driftet ja doch recht gut. Jojo. Wir warten schnell auf den Rettungsdienst, da. Wir sollen mal über sie drüber schauen. Jo. JB. Jojo, für Chase Becker halt. Also ich dachte schon, Chasen die Biene. Nee, nicht ganz, fast. Also. Ja, ich da ist sie da bald auf. Na gut, dann fahren wir mal weiter. Ich kam nämlich gerade von der Autobahn, nämlich. Der ist nämlich nicht durch den Blitzer gefahren, der ist nämlich oben drüber. Ich dachte mir so, Alter, der rast da. Wenn ich den nicht geblitzt bekomme, dann halte ich den so an. Und dann dreht er da so durch. Okay. Also die Geschwindigkeitsüberschreitung hast keine gemessen, oder? Nee, eben nicht, aber der ist halt vor mir komplett amok gefahren, der Typ. Also der komplett. Okay, passt. Jawohl. Schön da noch. Wünsche ihn ebenfalls. Warum macht man so? James. Warum man das macht, ja, weil er Fun haben wollte. Er hat gerade richtig Honeyloops Bock gehabt. Jetzt echt. Honeyloops? Oh, da ist eine Katze. Ja, das ist Cereal. Du was? Ah, da findet man beim Schnellsten die Tür nicht. Ah, wie süß. So. Also ich muss das Ding mal reparieren, ja? Ich fahr mal rechts ran. Weil das geht mir sonst ab Pipi, Mann. Ah, nicht hauen! Meine Katze haut mich, hör auf damit! Hä, was machst du? Nee, da ist so eine Funkkatze im Auto, die haut mich. Achso, die will wahrscheinlich zu mir. Ja, die Funkkatze, kann sein. Ich mag dich ja nicht. Ich weiß, ja. So. So, Aim Source, wer will die Spider-Man 2 sehen? Los, schnapp sie dir, Tiger, in einem Andeltiger Version umändern. Das brauchen wir. Ja, mit der Andel-Version, aber wirklich. Die Frau Hartmann ist wieder am Start. Dankeschön, Frau Hartmann, für 90 Cent. Der Restmüll ist auch dabei. Danke für 1 Euro. Die King, danke für 2 Euro. Kann ich mit 17 bewerben? Nee, mit 18. Geht nur mit 18. Dann haben wir noch Splace 100. Warum keine 2 Chancen beim LSPD wegen vorbestraft? Wie meinst du 2 Chancen? Check ich gerade nicht. Weiß gerade nicht, was du meinst, Bruder. Die nächsten 2 Red Bulls gehen auf mich. Und Dankeschön, Martin, auf dafür ganze 5 Euröntchen. Aufpassen beim Aussteigen, ne? Geh du mal tanken, die Kiste. Muss aussteigen, Prinzessin. Ja. Dankeschön. Ja. Ach, Menno. Chill mal ein bisschen. Bist du Stress, hä? Ah, bist du Stress? Hör mal auf. Du bist so blöd. Du bist so doof. Du bist voll der Otto, ey. Hör mal auf jetzt. Och Mann, hör doch mal auf jetzt. Komm, ich tank grad voll. Och Mann, nerv jetzt nicht. Boah, ey, du nervst so. Alter, jetzt nerv nicht. Komm, wir müssen jetzt weiter. Wir müssen Leute blitzen. Aber nerv nicht, okay? Alter, warte, ich muss was essen. Entschuldigung. Genau, das darf man nicht vergessen. So, erstmal was zu essen holen. Guten Tag, geht bitte gern einen Eisbecher Deluxe, jawohl. Und einmal eine Cola. Genau, die Chips sind jetzt Eisbecher. Für heute, für die Folge. Ich nehme mir ein paar Rubbellose mit. Letztes Mal jetzt $500 gewonnen, schauen wir mal. Leider kein Gewinn. Ja, wieder was gewonnen. Also ich bin heute voll der Glückspilz. Ich bin heute richtig der Glückspilz. Also heute habe ich mir das verdient. Eieiei, wie geil. So. Dankeschön an Nico Klar und Multi Chris DK fürs VP werden. So, Daniel Twicent. Hallo. Habe heute leider keine Zeit zum Zusehen. Liebe Grüße aus Melk und viel Spaß noch. Alter, vielen Dank. Der wuppelt hier ganze 25 Euro Röntchen draus. Dann lass uns auch nochmal regeln für dich. Everybody knows me. Rückruf vom Herrn Monte, bitte. Okay, das bin ich nicht. Perfekt.
So, jetzt pass mal auf. Fahr jetzt mal so eine Strecke ab, ja? Wo oft die Leute ein bisschen schneller fahren, ja? Kannst du mal ein bisschen lauter reden, bitte? Wir fahren jetzt eine Strecke ab, wo die Leute ein bisschen schneller fahren. Okay. Ich hoffe, die Nachbarn hören das nicht. So, diese Strecke hier, siehst du? Pass mal auf jetzt. Okay. So, ja. Und schon stehen wir. Hier ist auch ein guter Spot, kann ich dir auch empfehlen. Beide Seiten werden geblitzt. Wenn da wer richtig hart durchbettelt, dann kriegen wir ihn. Weil hier ist eine lange Straße, hier fahren sie öfters wie gesenkte Säue. Und das ist mein zweiter Lieblingsspot, kann man so sagen. Also vorne ist eher weniger, da fahren sie ja langsam, weil da die Blitzer sind, aber hier ist gut. Ja. Mhm. Und jetzt achte und staune, wie schnell sie jetzt hier gleich durchfahren werden. Ich achte und staune. Ja, ein bisschen Geduld musst du mitbringen bei diesem Job. Weißt du, wir sind die Highspeed-Unit, wir sind nicht die Ich-knall-dich-um-Unit, wir sind die Highspeed-Unit. Wir sind da, um den Leuten das Geld aus den Taschen zu ziehen, die eh schon zu schnelle Autos haben. Das ist genau das, was wir machen. Okay. Ja, das ist es doch, oder? Darum geht's doch. Wir wollen den reichen Leuten die Taschen leer machen. Ne? Ein bisschen Spaß verderben und mit Führerschein in Zug drohen. Das ist ja das, wozu wir da sind. Ja. Ein bisschen Heckmeck machen, dies, das. Bei 300 drüber wird der Führerschein entzogen, merkt ihr das? Das ist der Sound of a Spende. Da sowieso. So, bitte nicht hauen. Bitte nicht hauen, meine Katze haut mich, wenn ich sie nicht streichel. Bitte hau mich nicht, hau mich nicht. Geh weg, Spende. Geh weg, ich will jetzt nicht. Geh weg. Mag jetzt nicht. Siehst du, wie schnell sie fahren? Schau mal, da ist wer. Schau mal, wie schnell der fährt. Guck mal. Das ist der Sound of ganze 133. 3 km/h zu schnell. Ach, scheiße, wow. Kann man nichts machen. Ja, gut, das war jetzt ein Griff ins Klo, aber warten wir ein bisschen ab, gleich geht's los. Das machst du gerne, ne? Was denn? Alter, Simon Zeiler. Schön Stream noch PS, habe die Hälfte deiner Streams schon nachgeschaut. Alter, Bruder, vielen herzlichen Dank. Für ganze 50 Euro, da gehe ich steil und scheiß mich an. Weißt du was, für dich hauen wir nochmal ein Herzchen raus, come on. Einmal nur ein Herzchen, der hat vorhin schon über 100 Euro donadelt. Ich hau mal für dich raus, Leute, alle nochmal ein Herzchen in den Chat. Und nochmal alle den Like-Button drücken, bis er blau wird. Ich will jetzt hier nochmal die Tanzeinlage sehen. Hier geht nochmal die Luzi steil. Vielen herzlichen Dank. Alle Herzen, Chat und liken. Wer kein Shiba Inu hat, Herzchen, ne, der kann sich auch VIP gönnen. So ist es. Jetzt auf den Shiba Inu als Herz. So, gut, da fragt mich wer, ob ich hauptberuflich streame, der Kevin Kaltenböck. Ich stream hauptberuflich. Das war damals eigentlich, also YouTube war so mein Hobby. Da gab es auch gar kein Livestreaming. Da habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen und irgendwann habe ich damit Geld verdient. Und irgendwann gab es dann die YouTube-Live-Funktion, die habe ich dann irgendwann mal benutzt, schon relativ früh eigentlich. Und habe dann angefangen, eigentlich mehr live zu streamen, als Videos zu machen, weil es mir einfach mehr Bock gemacht hat. Und jetzt mit dem Real-Life-Online-Projekt macht das übelst Fun. Also, seitdem wir das Projekt am Laufen haben, ist Livestreaming einfach übelst geil geworden. Also für mich halt. Und ja. So ist das halt. Ich bin hauptberuflicher YouTuber eigentlich. Ja. Erzähl das mal den Leuten, was du als Beruf machst. Ich sitze als Hund da. Ist immer so cringe, wenn ich das wem sag und der checkt das nicht. Wie soll er das auch checken? Merkst du, wie schnell sie da fahren? Merkst du das? Ja, mega. Was für ein Ansturm an Fahrzeugen wir hier haben. Es geht hier richtig ab, ne? Richtig. Voll arg. Wir könnten ja die Zeit ein bisschen vertreiben hier im Auto. Wie denn? Tetris? Ja, nein, weißt du. Also, ich sag mal so, ich bin das lange L und du bist dieser Block und wir müssen uns jetzt gemeinsam zusammenkuscheln. Ja. Okay? Ja. Oder ich bin das L, ich bin das L für den Löffel und du bist diese Stange, du dann. Dann können wir ja zusammen kuscheln im Auto. Okay. Das darf ich nicht, du bist ja eigentlich, du bist ja neu hier. Du bist ja Azubi, Das darf ich nicht, das war Spaß. Das ist, hallo. Das dürfen wir nicht hier machen hier. Das ist ja. Ist ja nicht legal hier, was wir da machen, oder? Oder? Ich weiß nicht. Ja, was denn? Das ist ja. Also, laut Job dürfen wir das laut dem Job? Oder ist da was dagegen? Ja, es ist ja kalt im Auto. Also ich bin nicht erkennen, Azubi mehr, ne?
Naja, aber wir könnten ja im Auto kuscheln oder so, weil es ist ja kalt und es ist ja wichtig. Es ist ja kalt, es geht ja rein darum. Und wir wollen ja einfach nur die Umwelt schützen, dass wir den Motor nicht anhaben. Genau. Da muss man sich zusammenkuscheln im Auto. Genau. Das ist ein bisschen cringe, aber richtig. Ja, vielleicht sollten wir ein bisschen weiter zusammen mehr vielleicht ein bisschen mehr zusammenrücken. Okay. Was riecht hier so nach Erdbeerkäse? Oh, sorry, das ist mein Parfum. Ach so. Ja, das ist neu. Ja. Also irgendwie kommt da nichts. Nee, irgendwie. Ich bin sehr traurig. Weil sonst geht hier eigentlich meistens die Luzi ab. Wir sollten näher an der Stadt ran. Ja, glaube ich auch. Ja gut, da fahren wir halt mal hin. Weil wer geht schon Tomaten? Ja, also. Ich weiß. Wetten, jetzt kommt uns einer entgegen. Ist meistens so. Kann mir so richtig gut vorstellen. Oder auch nicht. Ich zeig dir noch einen guten Spot, ja. Und zwar den hier. Sehr schön. So, der ist auch gut. Da sind wir noch näher an der Stadt als beim vorigen Spot und da blitze ich auch sehr oft. Da sind wir zwar nicht so ganz so undercover unterwegs, aber scheiß drauf. Alles klar. Nee. Müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten. Oh, schau, da kommt wer. Da kommen sogar zwei, glaube ich. Schau mal. So, gehst du mal das Kennzeichen durch. Oh mein Gott, ja. Guten Tag. Führerschein krieg ich bitte von Ihnen. Dunkelroten Audi R8 auf der Verbindungsstraße vom East Harry nach dem Schloss. Danke. Bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Fahrzeug hält an. Das ist der Sound of Spende. Kollegin, wie sieht's aus? Zugelassen auf den Jay Johnson. Keine Jawohl. Fahndung, gar nichts. Gar nichts. Fahrzeug ist seins, ne? Jay Johnson. Jawohl, ja, perfekt. Hab ich doch gerade gesagt. Ja. Ach, gut, da kriegen Sie den Führerschein erstmal wieder. Ja, danke schön. So, warum Sie angehalten haben, sind Sie ein bisschen zu schnell gefahren. Und zwar sind Sie 180 gefahren im 130er. Ja, das ist das Sound of Spende. Sind Sie dann drin gefahren mit dem anderen? Nee, wir waren eigentlich ganz gediegen auf dem Weg zur Rennstrecke. Weil das sah für mich so ein bisschen wie ein Rennen aus, ne? Wir sind einfach nur zusammengefahren. Also zusammengefahren, ja. Sonst wären wir schneller gefahren. Alles klar. Bei 180, Jawohl. Das ist ja gerade mal die Hälfte von dem, was er hier kommt. Ein schickes Auto, ne? Das ist sehr schick. Was haben Sie geblecht für den Hobel? 5,5 Millionen ohne Tuning. Brrr. Haben Sie da auch was tunen lassen? Ja, der ist jetzt voll gestuned. Was haben Sie dafür bezahlt insgesamt? Ich habe insgesamt bezahlt mit Tuning und Kaufen 8 Millionen, glaube ich. Das ist mehr, Super. Als ich jemals verdienen werde in meinem ganzen Leben. Ja gut, dann was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin gerade im Bergbau. Bergbau? Mhm. Das hat sich, ich habe gehört, das hat sich gelohnt vor ein paar Tagen. Ziemlich sehr sogar. Oh ja. Wundert es mich nie, dass Sie so viel Geld haben. Hey. Nee, das ist eine alte Anschaffung gewesen. Also, was haben Sie da gemacht? Drogen oder was? Da war ich noch ein bisschen abseits der Gesetzestreue. Ah, okay. Ja. Aber ich glaube, das müsste alles Gut. Schon verjährt sein. Man sollte, ja, hoffentlich.
So, das einfach bezahlen, dann dürfen sie auch weiter, ne? Alles klar, vielen Dank. Jawohl. Angenehmen Dienst noch und viel Glück beim Knöllchen schreiben. Irgendwann reicht's auch mal, Gera. Ja, natürlich. Bezahlen müssen sie halt noch, ne? Mach ich. So. Dankeschön. Wir fahren sie mal weiter. Bitteschön. Tschüss. Tschüssi. Bitte. Dürfte ich mal fragen, wie der Name der Kollegin ist? Kann sie sich, sie kann sich aus, oh, Entschuldigung, sie kann sich auch mal selber vorstellen. Ich glaube, das ist schon alt genug für. Hallo? Guten Tag, ich bin der Detektiv Weinmann. Dürfte ich mal kurz fragen? Ja? Wie sie heißen? Ja, mein Name ist Elena Fleur. Ah, Frau Fleur, wir haben ihr Fahrzeug mal ein bisschen umgestellt, weil es vom PD auf die Straße zurückgerollt ist. Oh, uff. Das ist aber seltsam. Okay. Ja, das haben wir jetzt mal auf den Hof gestellt, falls wir es nachher suchen sollten. Na, ja, da hast du wieder die Handbremse nicht angezogen. Doch, sehr wohl. Ja, ja, ja. Sehr wohl, sagen sie alle. Mein Herr. Da rollt das Auto natürlich von Geistern zurück, ne, mein Kind. Wenn du keinen Stress willst, dann seid lieber ruhig. Ja gut, ich fahr da mal weiter, ne? Alles klar. Ja, danke auf jeden Fall, ne? Jo, bitte. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, nicht, dass ich dann hier auch noch einen... Du hast selber gesehen, mein Auto stand dort. Vielleicht ist jemand dagegen gefahren, man weiß es ja nicht. Nicht, dass ich dann einen Korb bekomme. Pff. Okay, komm, gehen wir weiter. Das war's jetzt wert. So, Geschenkekorb. Kurt, der Geschenkekorb. Das waren Blumen. Geschenkekorb, Kurt. Kurt, Korb. Korb, Kurt. Korb, Kurt. Kurt, Korb. Kurt, der Korb. Kurt Körbinger. Körbinger Kurt. So viele Rumkorben. Kurt der Karton. Kurt die Kiste. Wusstest du, dass es damals von Cola Kurt die Kiste gab für eine Zeit? Du musst dir mal die Werbung anschauen. Kurt die Kiste, das ist eine sprechende Cola-Kiste. Das war mal vor 3-4 Jahren oder so die Werbung. Oder nee, noch länger her. Das ist ja schon 6 Jahre. Und die haben das dann irgendwann eingestellt, weil das keiner wollte, eine Kiste mit dem Gesicht, die Kurt heißt. Dann, ja. Ich hätte es gern gehabt. Aber da gab es eine Werbung, die ist Kurt, die Kiste. Es war wirklich so, es ging so, die Werbung. Es war ziemlich cringe, aber ja. Kurt. Das waren Zeiten, Kurt, die Kiste. Voll die Kiste, ey. Und jetzt so. Mit der Tänzerin. So, wer haut noch raus hier? Der August Ali haut nochmal raus. Andel wird überfallen. Ja, danke fürs Metern. Der Wogan 16, Servus, bin auch wieder dabei. Herzlich willkommen. Tobi Day, bist voll cool. Kannst du mich grüßen? Grüßen hier raus an Tobi Day, typisch Kilian. Wie viel machst du einen Hype? Für wie viel warst du einen Hype? Hype? So, bei 50, 100 Euro Donations hau ich die meistens so raus. Oder einfach mal so zum Spaß. So. Gut, dann TuningFreak29 haut 762 raus. Dankeschön, Kevin Kaltböck für 2,99. Streamst du hauptberuflich, das habe ich vorgelesen. Genau, Asibu haut 9 Cent raus. Splace100, zweite Chance im Leben, weil ich vorbestraft bin. Heavis. Jetzt in Real Life oder was? Oh, warte mal, da kommt wer. Ich glaube, da kommt wer. Weil ich ganz normal. Psch. Schau, wie er abbremst. So ein blödes Stück Scheiße. Wir fahren ihm jetzt hinterher, pass auf. Wir pirschen uns ran. Aha. Pass mal auf, wir pirschen uns jetzt ganz gemütlich und gediegen an ihn ran. Wir gucken mal, was er macht, okay? Sollen wir mal hinterherfahren? One LM34 10-8. One LM34. Traffic Stop bei 703. Ein Tesla tanken fahren, ne, mein Kind? Yo, du mein Quinzelo, Daddy! Du meinst weißen RS7 mit dem Kennzeichen. Das ist auch gerade gehört. N, Leerzeichen 1. Ja.
Ich dachte schon, ich höre Stimmen. Hä, wo ist meine Kollegin hin? Frau Kollegin! Verstehe ich gerade nicht. Entschuldigung! Entschuldigung. Ja? Ich habe eine Frage. Sie sind sehr langsam gefahren hier. Sie sind hier mit 80 gefahren. Hier ist 100. Das wissen Sie schon, dass hier 100 ist, ne? Okay. Ich weiß auch nicht, wo. Ja, jedenfalls, das 100. Ich habe mich nämlich gewundert, warum fahren Sie so langsam, hä? Aber gut, ja, Sie fahren. Ich vermisse der Tank vielleicht. Also, Speicher schon leer geworden. Jetzt dachte ich, das ist zu viel. Ach so, deshalb, ja. Ja, gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ne? Schönen Tag. Dankeschön, ebenfalls. Einfach ignorieren. So, wo ist ein Schandl? Wo ist ein Schandl hin? Das ist ohne Witz. Wo ist ein Schandl? Die war doch im Auto. Leute, was habe ich denn mit Schandl gemacht? Warum ist sie weg? One LM34, Traffic Stop beendet. Was habe ich denn gemacht? Die ist doch nicht ausgestiegen oder so, oder? Also mal zurück. One King 33 ist 10-7. One Adam 4? Ich suche gerade meine Kollegin. Kann die mal im Funk Bescheid sagen, wo sie gerade ist? Ja, die ist hier bei One Lincoln 11. Highway Ausfahrt Sandy Shores. Was ist denn da passiert mit der? Aber ich hab sie doch noch nicht rausgeschmissen aus dem Auto, oder? Hi. Was ist denn passiert? Ich hab eventuell den Kurtgurt vergessen anzulegen. Oh mein Gott. Ah, da musst du aufpassen. Hören Sie das auch? Da muss man aufpassen, der. Nein, da muss man aufpassen. Wir müssen da weg. Der schreit schon wieder aus dem Haus da drüben, der Nachbar Jenkins. Okay. Der mag das nicht, wenn wir auf seinem Grund stehen. Da müssen wir weg da. Alter, ich hab den Kurt kurz vergessen, ey. Das war so peinlich, ja, wie ich da rausgeflogen bin. Ich dachte mir nämlich schon. Aber mir fehlt nichts. Du hast ihn gerade überfahren. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, warum du rausgefallen bist, weil der Typ da uns die ganze Zeit hinterher wuppelt. Merkst du das? Nein. Es war, doch, bei mir war davon Auto, was bei dir anstand. Ah, okay. War, genau deshalb immer anschnallen. Ich hab vergessen, du bist so schnell losgefahren. Genau deshalb immer anschnallen. Der Kurt. Wo ist denn der Kurt hin? Ich denk mir so, hey, ich halte den da halb an und denk mir so, warum ist mein Fahrersitz, also der Beifahrersitz war auf einmal leer. Ich hab mir gedacht, hä, wo warst du? Ich hab das nicht gecheckt, wo du warst. Ich schätze, wann er es wohl merkt, ne, so. Ich hab's nicht erst gemerkt, wie ich gestanden bin und dann in den Sitz geschaut habe und da keiner drin gesessen ist. Der war einfach leer. Ich war voll verwundert. Und dann kommt noch Andl daher und schreit mir ins Ohr. Ich denke mal, was geht jetzt ab? Ich stell dir so vor, du bleibst stehen und dann ja. So, hä? Eieiei. Nee, ganz, ganz blöd. Aber hey, immerhin, ich hab's halt irgendwann halt bemerkt, immerhin oh spät, Gott. Aber hey, immerhin etwas. Ja, der Rico hat mich das. Ja. Er hat schon gesehen, wie verzweifelt ich da gestanden bin. Ich habe jetzt gedacht, soll ich jetzt funken oder soll ich dich einfach anrufen? Ah. Keine Bäckchen verbacken. Doch, der geht. Das ist das Auto, wie Spende. So. Ja, ich muss mal schnell die Katze rauslassen. Frau Kollegin, bin gleich wieder da. Ich muss so schnell meine virtuelle Katze aus meinem Schrank lassen. Bin gleich wieder hier. Okay. Magst du raus, gell? Ah, mein Arsch. Ah, ich sitze zu viel. Hämorrhoiden? Das gibt Hämorrhoiden. Ich sitze zu viel. Ah, mein Arsch. Ah, sind das Schmerzen. Ah, die Hämorrhoiden kommen nicht Spaß. Aber es schmerzt einfach so viel zu sitzen. Wie lange sitze ich jetzt schon? Seit 2 Stunden, 4 Minuten? Ja gut, das ist... Das merkt man erst, wenn man aufsteht, dass man zu viel sitzt. Ach du Scheiße, ich sitze ja schon länger da. So. So, ist fertig. Oh, gut.
So, Tobi Day, grüß mal auch. Jawohl, der Wonga nochmal. Servus, bin auch wieder dabei. Grüß ihn raus. August Ali, Adel wird überfahren, das habe ich vorgelesen. Genau, Tuning Freak habe ich vorgelesen. Wolfsrudel und DVC. Warum hat der jetzt nicht geblitzt? Ja. Ah. Einfach ignorieren, einfach. Einfach umschalten. Ignorieren. Der hatte was gerade anderes im Mund, oder? Ich sag jetzt mal nichts. Bei ihm klingt das irgendwie so unlustig einfach. Bei mir, bei ihm klingt es immer so richtig wie sagt man? Erzwungen. Genau, erzwungen. Und bei mir hört sich wenigstens lustig an. Bei ihm hört sich immer an, als würde gerade ein Tiger irgendwo hin urinieren und hustet das halt. Ja, höchstwahrscheinlich uriniert er gerade irgendwo in die Ecke in sein Zimmer. Das ist ASMR. ASMR Urintiger. Ich würde die Übersteuerung ein bisschen hochdrehen. Okay. Ja, mach mal halt. Gut, dann fahren wir halt. Ja, wenn er das will, dann hauen wir halt ab. Das ist ein Tropfen. Also pass mal auf, wir fahren mal in die Innenstadt, ja? Das kann man nämlich auch blitzen. Also Richtung Innenstadt. Hast du verstanden? Hello? Hallo? Hallo, bist du noch da? Achso, okay. Ja, ich bin nicht verloren. Möchtest du mal fahren? Ja, was soll ich machen? Ja, fahr mal damit in die Stadt. Oh Gott. Ja, wohin? Ja, immer in die Stadt rein, den Hauptplatz. Will ich mal sehen, wie du fährst. Es wird jetzt auch langsam mal Zeit, dass du mal ein bisschen Gas gibst. Dann zeig mal, was du kannst. Komm, fahr mal gescheit, so schnell wie du kannst. So, Nadine Bormann und Dennis W. Grüß mal. Was sind Gründe, vom Server gekickt zu werden? Muss man sich nur einmal die Regeln durchlesen, dann weiß man's. So, Gaming Nico 351,96 Cent. Der Schneele Finnhaut Nummer 349 raus. Gönn dir vielen Damen. Simon Zeiler, schönen Stream noch. PS, habe dich Hälfte des Streams schon nachgeschaut. Man kennt ihn. Wäre der zu schnell? Achso, kannst du nicht sehen, ne? Ach, fahr einfach, komm. Ach, das ist mein, den ich mal hatte. Den habe ich immer verkauft. Genau, ja. Wie süß. So, mach du mal. Ich will mir mal zugucken, wie du das regelst. Komm, geht schon. Ich guck dir zu. Ja, Entschuldigung, da ist ein Poltergeist im Auto, der ist schon seit gestern da drin. Ja, warten Sie mal. Ich dachte, kann es sein, dass Ihre Sprechfunkanlage im Auto irgendwie kaputt ist? Kann schon sein, ja. Wie ist denn Was ist denn da los? Dann müssen Sie unbedingt nachher mal da reinschauen, vorbeikommen, die müssen wir mal gucken. Warnick, 19 informativ zu den Schüssen, die sind negativ, das war ein Fehlschuss. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, haben sie mich jetzt festgenommen? Wir haben die mitten festgenommen. Oh, ich hab grad ihn festgenommen. Alter, er merkt nicht, dass wir noch durchhört, ja, Leute. Das ist, soll ich mal versuchen auszustellen? Moment, ich will bis mal kurz testen. Nee, ich glaube, nee. Halt den richtigen festgenommen. Man hört ihn doch durch. Kollege, kannst du den mal wegschiffieren, bitte? Ja, geht nicht, der hängt da jetzt. Soll ich mal ein Stück zurückfahren? Boah, dann bitte hau ihn irgendwo, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wir müssen jetzt hängen. Nee, du kannst den ja irgendwie aus der Stadt hauen. Ja, das probiere ich ja gerade. Funktioniert nicht so ganz. Mein erster Auftrag. Warte mal, ich hab eine Idee, warte, Chimmer. So ein Urin, Alter. Ich hab den jetzt mal. Warte mal. Ja, nicht wundern, das ist nur eine Puppe, die liegt da jetzt. Ja. Warten Sie mal. Bei mir steht er zwar noch immer da, okay. Aber nur immer? Ach, scheiße. Soll ich mal ein Stück zurückfahren? Ja, einfach ignorieren, liegen lassen, vielleicht fahren Sie mal ein bisschen weiter. Genau.
Tun sie sich keinen Zwang an, fahren sie nämlich drüber oder drauf, wie auch immer. Ja, bei mir schwebt er da auch noch, aber gut. Ja, alles. Ja. Ja. Wir ignorieren das Ganze mal. Also, oh, einmal. Der war aber auch nicht langsam. Oh. Ja, den haben wir schon vorhin angehalten. Jetzt sind wir weg. Gut, perfekt. Na, geht doch, sehen Sie? Sehen Sie, kriegen wir doch alles hin. Kollege? Ja. Bitte! Kannst du Kennzeichen durchgehen? Ich meine, ich weiß wahrscheinlich eh schon, wer das ist. Das MDD-099, warte mal. Führerschein und Fahrzeugpapiere dann bitte mal. Joa, gerne, gerne. So, einmal Personal. Das ist der Herr Jason Decker. Ja, da haben wir ja, jawohl. Oje, das ist aber gut. Gut, sieht alles in Ordnung aus, oder? Achso, warte, warten Sie mal, müssen wir nachgucken. Oh, Entschuldigung. Sollte eigentlich, ich komme gerade aus dem Knast, also von daher. Ja, ja, ja. Das war, müssen wir nochmal nachschauen, wissen Sie. Joa. Und ich bin der Azubi. Schauen Sie mal, wie lange der braucht. Wann haben Sie Geburtstag? Es gibt zwei Jason Becker. Am 5.10. Jawohl. Perfekt. Gut, dann muss ich halt. Solange nichts ist, dann halt eine Rechnung von 4.000 ausstellen, gell? Ja. Ist nix, ich hab nur nochmal durchgeguckt. Ist ein bisschen, haben so ein bisschen was verbrochen mit der MEF-Produktion, gell? Schauen Sie, wer da ist. Ja, das ist schon ein bisschen her. Das ist alte Zeiten. Gut. So. Und tschüss. Gut, dann stell ich mal die Rechnung mit warte mal, wie viel haben Sie mit dem? Er konnte sich nicht mal einloggen. Aber ich bin hinterher. Er konnte sich nicht mal einloggen. Er war nicht mal da. Schon weg. Der Elefant soll schon 190 schaffen. Was ist denn da los? Was tun wir da jetzt? Ziemlich schnell vorbeigerast, ja. Uff. Okay, der hat lang so gequält. Naja, gut. Ist das Auto. Aber ich ihn das mal verkauft oder was für anderes? Ich weiß nicht. Ein Polizist war es nicht, aber kann sein, irgendwie ein. Ich glaube aber irgendwie. Also ein Herr Rumpe war das auf jeden Fall. Ah, ja. Ja, schön. Jawohl. Ja, genau, von dem habe ich den. Okay, cool. Wollte ich auch mal wieder mal rausholen. Mhm. Ja, ist auch ein schönes Ding, das Ding, ne? Das ist die Barbie Edition, da muss man auch. Warten Sie mal, die Fortnite Barbie Edition. Die Fortnite Barbie Edition, warte, da müssen wir nochmal hier. Das ist jetzt professionell von uns. Auf jeden Fall. Damit es auch zusammenpasst, das Ganze. Ja, wir müssen ja als Polizist professionell wirken. Das bekommen wir ja immer also vom Chief gesagt. Das muss unbedingt auf sein. Auf jeden Fall. Kann ich nur sagen, höchst professionell, wie sie hier agieren. Natürlich, das versprechen wir und wollen wir ja auch. Wir wollen ja keinen Clown darstellen. Ja gut. Nee, also würde ich so überhaupt nicht sagen, dass sie einen Clown darstellen. Auf gar keinen Fall. Jo. Dort fahren sie vorsichtig, ne? Jo, haben sie jetzt von mir nicht witzig, das funktioniert irgendwie nicht zu erwarten. Was funktioniert denn nicht? Den Führerschein. Hast du jetzt nicht den Führerschein entzogen? Achso, sie wollte ihnen den Führerschein entziehen, glaube ich, ne? Was? Ach ja, stimmt, nein, warten Sie, dann gehe ich das mal durch den Funk durch, das selbst holen wir. Entschuldigung! Sind wir jetzt hier in Österreich oder was? Entschuldigung, die Sirene müssen Sie bitte ausmachen, ne? Ich kann gerade irgendwie keine Rechnung ausstellen. Möchtest du mal kurz versuchen? Ja, bitte. Um welche Rechnung geht's denn? 4.000 für. Ja. Machen Sie was falsch. Sie gehen sicher auf Rechnung verwalten, oder? Oder Strafe? Nein, Strafe. Selbstdefiniertes Bußgeld. Genau. Ja. Das mache ich. Ja. Ich glaube aber, Sie sollten mit Ihrem Auto unbedingt nochmal nachher in die Werkstatt kommen. Wir müssen unbedingt mal Ihre Signaleinrichtungen kontrollieren. Ja, das war aber gerade bei Ihnen. Das war gerade bei Ihnen auf dem Auto. Das war hier gerade rüber. Ja, aber sehen Sie hier eine Einrichtung für Lalülala? Also, kann ja nicht sein. Das hinter mir sehe ich schon so eine Einrichtung. Ja, genau, das haben wir. Fehlfunktion zu haben. Natürlich haben wir eine Fehlfunktion drin. Da ist der Wurm drin. Also Sie fahren ja, stimmt, da war ja was. Erst die Lautsprechereinrichtung, yeah, die da nicht funktioniert oder irgendwelche Fehler hat und dann noch eine österreichische Sirene. Das müssen wir mal die Updates kontrollieren. Müsste man mal. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weiterfahrt. Wir müssen Richtung Stadt. Alles klar. Komm, Mäuschen, fahr. Achso, wir sind ja. Bitte. Ja.
Mein kleines Mäuschen ist das, die hier fährt. Ah. Meine Lernmaus ist das. Ah. Ja, ja. Später. Ganz kurz. Bitte. Merke ich mal so richtig, dass die Ausbildung ein bisschen ausdingst werden muss, weil. Bitte. One King 9, roter Ferrari mit. Hast du es nicht gecheckt mit zweimal? Überhöhter Geschwindigkeit. Steht doch da. Zuerst auswählen, wie viel. Und das zweite ist dann warum. Hast du nicht gecheckt? Ja, genau. Du kriegst zwei Fenster. Ah, okay. Ja. 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 Ich dachte, du gibst einfach ein. Nein. Ja, nein, nein. Keine Ahnung, dass das. Okay. Ja, siehst du, man lernt hier alles. Mit mir lernt man hier alles, siehst du? Einfach nachfragen. Ja, ich lach nicht. Nicht lachen. Ich lach nicht, komm, fahr. Lach nicht, nein. Ist Andel eigentlich schon wieder online, dass ich ihn rauskicken kann? Schade. Ach, schade, hätte ich nochmal gern gecrashed oder sowas. Oder Andel kommt jetzt mit so einem Fake-Namen rein, das wär's natürlich. So, Schelle Finn, Dankeschön für 43, gönn dir vielen Damen. Peanut Girl ist auch dabei, Dankeschön. Dann Nadine Bormann haben wir schon gegrüßt, genau. Cedric 1700 Band, danke fürs VIP werden. Löwe 2002, bist ein geiler Streamer, mach weiter so. Dankeschön für 20 Ründchen. Ugus Ali, was geht? Alles Weihnacht, vielen Dank für 27,90, bist du deppert. FBI Open Up, kuscheln mit dem Azubi, ja. Son Goku cool ist auch wieder dabei. Grüße ihn raus. Jakob, bekomme ich vielleicht einen Money Rain? Schau gleich einen raus für euch alle. DVC Alpha Gen. Mögen die Raser mit dir sein, ich hoffe. Louis Xano 65, mega cooler Stream heute wieder, jeden Tag dabei und feier dich voll. Dankeschön. Face Ray Knight ist VP geworden. Oris Ali, das mit dem Überfall war ein Joke. Davon, du hättest. Achso. Wegen Andel. Jetzt verstehe ich, welchen Überfall du meinst. So, wir tauschen dann gleich. Wobei, nee, fahr noch zum Parkplatz. Parkplatz links rein. Genau. Die Polizeimaus. Bist du die Polizeimaus? Das Polizeimäuschen? Bist du die Polizei... Wir sehen Sie, das Polizeimäuschen haben wir da. So, warte mal, ich muss noch schon was rausholen. Entschuldigung, so. So, Fluxo TV, kennst du mich noch, bist der beste Streamer, kenne ich noch, jawoll, MS00, ich bin ein Hirsch, was? Ein Steirer, Arschkatzel, Schwarf. Ja, dankeschön an MS00 für den Fünfer, der Ziegenmann haut raus und Jan Belch haut auch raus, dann Chameleon Don, Servus, kannst du bitte Emilian grüßen und Mizi. Emilian und Mizi grüßen wir, jawoll. So, Domi 107, gibt's noch Autogrammkarten? Ich glaube nicht, ich glaube, die sind ausverkauft. Muss man ja probieren, wenn man Glück hat, hat man vielleicht noch eine. Weil so viele Leute bestellt haben, ist abnormal. So, Alter, so viele noch. N-Sophie Falkmann fürs VIP werden. Also, ich bin echt enttäuscht, dass genau bei meiner ersten richtigen Anhaltung so ein Idiot herkommt und alles zerstört. Finde ich auch, ja. Also das war jetzt echt cool. Der Idiot kommt sicher bald wieder, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, ob er noch da ist. Das war zehnmal rauskicken, Andel. Nee, der kommt heute nicht mehr. Spicken wir hier? So. Ne, wir spicken hier in der Stadt, weil hier fahren sie meistens auch schnell und wissen es gar nicht. Deshalb hier ist ein schöner Point, wo man stehen kann. Ja, da stehe ich auch sehr gerne. Ne? Ne? Mhm. Müssen wir uns hier wieder ein bisschen zusammenkuscheln hier drin, sonst wird das nichts. Ja, stimmt eigentlich. Ne? Ach, warte, ich muss das Radar noch umstellen, warte. Das ist hier ein 80er Tempolimit. So.
Kathi hat vorhin donatet. Kurz, hallo, wegen technischen Problemen im Ligaspiel läuft bei uns. Hoffe. Ich bin jetzt schon müde, ja. Das kommt vom Weihnachtswetter. Also jetzt in Real Life, jetzt nicht von hier, sondern bei uns liegt auch Schnee und es ist schon so früh dunkel. Also echt immer Bock, schlafen zu gehen direkt. Marcel West, danke für 5 Euro. Schau mal, da kommt wer. Na! Das ist genau 80 gefahren, dieses blöde Stück. Er ist genau 80 ist er gefahren. Aber genau. Hat auch gesehen, dass wir da hinten stehen oder so. Ne? Schnittchen. Okay. Bist du eine Erdbeerschnitte? Alter Queen Tree. Was schwimmt in See und hat 4 Beine? 2 Enten. Das war dir 50 Euro wert. Alter, ich glaub's nicht. Was schwimmt im See und hat 4 Beine, 2 Enden? Also das war eine 50 Euro Donation wert. Ich glaube, ich habe wirklich gerade komplett den Verstand und Bezug zur Menschheit verloren. Alter, das ist ja... Wie dieser Pisser einfach mit 80 hier rumfährt. Oh, jetzt ist er wo reingefahren. Eieiei. Hm. Macht mich gerade ends mit, dass der hier so langsam durchfährt. Warte, weißt du was? Fahren wir woanders hin. Das Blitzen ist ja gar nicht so einfach an der Stelle. Hier hinten auch. An der Stadt muss man halt auch manchmal blitzen. Das ist halt wichtig. Wichtig und richtig. Jetzt sind 43 Leute abgesteppert. So, Marc Westet. Schöne Grüße aus Hamburg und heute wieder ein geiler Stream. Wie immer, liebe Grüße. Dankeschön. Kennst du dieses Schinkenlied? Ja. Das geht gerade durch meinen Kopf. Bang, 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 bang. Also irgendwie, keine Ahnung. Dankeschön, Wendy Scarlett fürs VIP-Bier in Ogus Ali, eine G-Klasse als Polizeifahrzeug im Winter oder allgemein ein SUV. Ja, ist halt nicht so schnell, für die Highspeed-Unit ein bisschen blöd. Da brauchen wir was noch Schnelleres. Oh ne, da kommt keiner. Ist dir Fahrt? Ja, ne, da kommt niemand. Ich probiere gerade die ganze Zeit hier wen zu blitzen, aber es fährt hier keine Sau durch. Macht mich ends mit. Können Sie uns hier mal... Ah ne, hier ist ein Blitzer. Machen wir hier lang. Vielleicht ist doch Autobahn besser als in der Stadt. Ich dachte halt zuerst, Stadt wäre besser, aber... Hm. Let's go. Das ist der Sound, der wir spielen. OneAdam4, Geiselnahme in der Nationalbank, wurde gerade über Mitteilung gesendet. Ja, ja. One King 9 fährt an. OneAdam certified. Zusätzlich.
Hier nochmal die dringende Anweisung, stille Anfahrt, ich wiederhole, stille Anfahrt. One of them four eingetroffen. Ja, Bank noch nicht betreten, ehe ich nicht da bin. So, komm her. Du holst jetzt deine Schrotflinte raus und bleibst hier, ja? Bis auf die Kollegen warten. Warum Schrot? Ach, hast du so einen? Okay, perfekt. Hier drin ist gerade eine Geiselnahme im Gang. One Nickel 1910 Aidon auf Anfahrt. Noch seinen Funk an. Der hat auch seinen Funk an. André. Das ist der Sound of a Spende. Der hatte doch seinen Funk drin an. Super, aber Flash Camera mal 2. Also. Schauen wir mal rein in die Bank. Schon wieder ein Bankraub oder was? Eine Geiselnahme in der Bank oder wie oder was oder wo? One Adam 4 sehe eine Person beim Haupteingang ohne Geisel noch. Ist die Person bewaffnet? Positiv ist bewaffnet. Ich gebe jetzt mal ein Update. Zwei Geiseln vorne im Eingang. Eine bewaffnete maskierte Person. Dürfte sich um zwei Täter handeln. Einer ist gerade unten und bricht gerade den Tresorraum auf. Perfekt, dann haben wir das auch mal. Maxi Malfoy, HDL-Lieblingshund im Weiter. Also, Dankeschön, Mr. Snapshot. Mal wieder eine Packung Frohlich, Dankeschön. Tobi G, danke für den Euro. Valeo Style, alles verpasst. Grüß dich, was los hier? Ja, jetzt ist gerade ein Bankraub hier anscheinend im Gange. Oder fährt ein Lambo durch? Steht da hinter dem Fahrzeug? Nee, hab schon geguckt, sollte nicht sein. Ich kann okay. Nochmal nachgucken. Hier One King 9, ich bräuchte mindestens eine Einheit an jedem Ausgang der Absperrung, bitte. Ja, ist alles clean, hier ist nichts, keine Fahrzeuge. Also Dankeschön nochmal an Tobi G, ne? Ali, hey, bin der Bro von Efkan. Er hat heute Geburtstag und ist ein Fan. Könntest du mir gratulieren? Ja, Efkan, grüß mal. Jawohl. Wird gegrüßt. Alles Gute zum Gibi. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute für dich. Ja, der Efkan hat Geburtstag. Alles Gute für dich. So, wunderschöner Song. Für den Efkan, natürlich. So, Pluto CB 1500, den kann man ja auch nur, Alter, der wuppelt 25 Euro aus. Hena, alles fit, Grüße gehen raus an dich. Und Schandl, bleib so, wie du bist und bleib gesund. Ah, hier auf Steinbeschön. Mit wem habe ich denn das Vergnügen?
Wir haben das Vergnügen mit dem Helm. So, ich habe nochmal hier hinten was abgecheckt. Irgendwie habe ich Probleme mit dem Ducken. Ja, das geht bei dem Fahrzeug geht's nicht, habe ich dir schon gesagt. Die Geist, zwei Geisen befinden sich tief. Aktuell genau oben am Haupteingang. Geht's. Pass mal auf, schau mal mit. Schnell den Geiselnehmer rausholen, können wir die Geiseln rausholen. So besser. Siehst du, da geht's. Nur, das liegt an dem Fahrzeug, da geht das nicht. Das ist ein bisschen blöd, aber ist so. Ich denke mal, sie haben da jemanden drin. Ein Druckmittel. Wenn ich das richtig gehört habe. Ich finde das voll süß. Der eine hat einen Weihnachtspullover an da vorne. Schau mal, der grüne Pullover ist doch voll cute, oder? Mindestens ein. Zwei. Okay. Gut. Also jetzt schätze ich das hier. Wir könnten eigentlich schnell reingehen und den gleich überwältigen, der ist gleich hinter der Tür. Und die zwei Geiseln befinden sich gleich daneben. Das sind noch zwei drin, oder? Ja genau, der befindet sich nur unten anscheinend beim Tresorraum und knackt den gerade. Ja, aber wir wissen ja nicht, ob unten noch einer ist, oder? Oder hat er gesagt, nur zwei? Ja, er meint zwei Geiseln. Okay, ja, okay, jetzt die ist oben. Zu spät. Warte mal, sollen wir es nicht probieren? Scheiße. One Item 14, könnten Sie Ihren Mustang weiter von der Bank entfernt parken, nicht dass sich die Gegner den schnappen? Fünf vor. Haben Einheiten den Hinterausgang im Blick? Positiv. Oh, Nasen. Oh, stimmt, der steht ja immer auf, aber das liegt nicht am Auto. Das liegt, glaube ich, an der Waffe. Ich probiere mal hier ohne Waffe. Nee, keine Ahnung, wann das liegt. Müssen wir auch nochmal gucken, wann es genau ist. Dass der immer aufsteht. Macht er das hier eigentlich? Nee. Hier wäre doch ein geiler Spot. Von hier kannst du schießen und von hier. Und echt ein guter Spot hier. Hier ballern oder hier ballern? Geiler Spot. Das ist der Sound auf die Spende. Wer geht denn hier lang? Ja, ist ein Kopf, okay. Ja, immer schon ein bisschen das im Auge behalten. Wie blöd kann man sein? Also wie blöd kann man sein, der Anzeigename war derselbe. Vor allem, es heißt keiner Icebaby. Nee, keiner heißt Icebaby auf diesem Server. Ah, ist das echt blöd. Das kann nur von ihm kommen. Ja, das kann nur von ihm sein. Der Urintäger. Der Urintäger. So ist es.
So, da unten, da ist eigentlich ein relativ geiler Spot. Wir können nämlich auf die Seite schießen und auf die. Das ist beide Seiten frei. That's true. Wenn es ist, ne, das ist relativ gut hier hinten am Mistkübel. Das ist ein schöner Mistkübel. Mhm. Oh, guck mal, die Kakerlaken. Oh. Ich sehe keine. Wo sind hier Kakerlaken? Bei mir laufen die alle da. Bei mir nicht. Weil du stinkst zu viel. Ach so. Dann laufen sie alle weg. Oh, schau mal, ich bin auf dem Stern von Johnny Term, wie auch immer das sein soll. Mhm. Oh, da hupt wer. Ist das auch so eine komische Musik? Warte mal, da ist wer. Nein, der weiße Markierung auf ihrer Handykarte. Bitte außerhalb der Absperrung aufhalten. Ja. Dann fahren wir auf die andere Seite. So, informativ an alle Einheiten. In der Bank befinden sich zwei Täter und eventuell drei Geiseln. Forderungen sind gestellt. Ich bräuchte hier erstmal zwei vollgetankte Motorräder in meinem Kommandostand. Wenn es möglich ist, kann die jemand besorgen. Drei Geiseln, wie soll das gehen? Okay. Ja, keine Ahnung. Die wollen aber Motorräder. Jo. Soll ich eins bereitstellen? Ich weiß nicht, letztens haben das die gemacht. Okay. Was machen wir denn jetzt? Jetzt tut wieder jemand ausrauben. Theoretisch könnten wir jetzt das wieder, warte, ich schau mal rein. Besprechen. Das ist der Sound auf die Spende. Die verschanzen sich. Gut, des Weiteren möchte ich bitte, dass beide Mustang-Einheiten sich mal schnell irgendwo verstecken, dass sie nicht mehr einsehbar sind, weil die später die Verfolgung der Motorräder aufnehmen werden. Ja, okay, ich sag mal nix. Was ist wegen den Motorrädern? One of them four, wie machen wir das mit den Motorrädern? Ja, wir müssen uns auf die Suche nach Motorrädern begeben. Wir haben keine Motorräder. Hallo? Ja, ja. Wir könnten sonst die EMS-Leute fragen, ob sie einen herbringen könnten. Wäre cool, ja. Wenn die das machen könnten. Ja? Zwei vollgetankte, ne? Hallo? Das Haus doch. Grüß Gott. Hallo. Ich hätte eine Frage. Hat jemand ein Motorrad oder hätten so? Hätten Sie Motorräder bei sich in der Garage, irgendeiner von euch?
Ich frag mal kurz nach. Sonst müssten wir Privatwäsche auch holen. Wir müssten dann von dem Einsatzort weg, wäre auch blöd. Ich weiß, wer eins hat. Der Bandnase. Wir bräuchten zwei Motorräder. Ah ja, vollgetankte Motorräder. Mehr kann ich nicht dienen. Ein Fahrrad. Das müsste ich auch eins holen. Felix hat gefunkt. Hat er ja gesagt? Wir haben leider keine. Nicht schon wieder, das ist so ein Orin. Hat Felix ja gesagt? Oh mein Gott. Durchfallgeist. Hat Felix ja gesagt? Ich hör gar nichts. Ist das ekelhaft, bitte, Alter. Ja. Ja. Ah, oh, was ein schönes. So. Bitte. Ruhe. Ruhe. So. Also beim IMS besitzt leider auch niemand ein Motorrad. Mein Wind könnte jetzt eins besorgen. Ja. Hast du ein Motorrad? Fragen darf. Hast du eins? Ja, für die, die wollen, die fordern ich eins. Ich glaube, ich hätte sogar eins. Ja, sonst holen wir schnell eins, komm. Ja, okay. Sag's im Funk. Ich sag's im Funk Bescheid, ja. Sonst danke. Kann uns wer zum Parkplatz fahren, wäre das möglich? Ja, das wäre nice. Ja, ja, bitte, jemand. Willst du fahren? Okay. Er wollte zuerst. Oh. Ja, nee, alles gut. Ich denke, ich verkrafte das. Alles gut. Oh. Ach komm. Alles gut. Du hast ihm gerade die Freude genommen, weißt du das? Ja. Der wollte unbedingt mal auch bei den Cops mitmachen. Hast du schon gefunkt? Ich hab nichts gehört. Nee, warte, muss ich noch. Ja, muss ich schnell machen. One Lincoln 4, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Parkplatz und holen unsere Motorräder ab. Perfekt. Schon, oder? Ah, jetzt hab ich wieder Lincoln gesagt statt Adam. Ich bin ein Vollhorst. Jo, der Zucker das will, haben wir ein schlagnahmes Motorrad noch geliehen. Ich glaube, der Herr muss schon ein bisschen gedulden. Wir brauchen das hier dann wieder. Sie müssen zum Parkplatz, bitte. Ja, Parkplatz. Heißt das jetzt, die brauchen Nummer 1? Deins brauchen sie anscheinend nicht, das ist ein beschlagnahmtes. Ich frag mal durch. One Adam 4, braucht ihr jetzt noch eines oder noch zwei? Ja, wir bräuchten zwei Motorräder. Das andere ist defekt, das beschlagnahmt wurde. Tint vor. Husch, husch. Vielen lieben Dank, ne? Sehr schön. Wieder einmal. Ja, warte mal, ist so gut, der Scheiß. Oh, ich gebe ihnen extra das Langsame. Sie haben nicht gesagt, was für ein Motorrad. Also kriegen Sie das Langsame. Das Langsamste, was wir haben. Also eines der langsamsten. Den Enduro halt, ne? Dafür hat die wieder woanders Vorteile. So, Christa 136, danke für 549, Maximilian Wittot, WP raus, Enoxic haut raus, Jo eben von Arbeit, jetzt erstmal gesund schauen und Lasagne futtern, Ehre geht raus. Flo S, liebe Grüße aus Berlin von Flo und Justine, ich habe zwei T-Shirts bestellt, hoffe, ich kriege eine Autogrammkarte, Grüße an Zuckerbrot. Ah, Hirsch, vielen Dank, Flo S. Ja, Autogrammkarten, ich habe 500 Stück unterschrieben, mit reingetan, aber es war wirklich, wirklich viel, die gekauft haben bei mir. Wirklich abnormal. So, ich muss nur hier nur sagen. So. Wellington vor, wo sich das Motorrad hinstellen, direkt vorne. Ja, Funkspruch nochmal wiederholen. Motorrad vorne hinstellen, vorm Eingang, wie das andere oder woanders? Ja, den vor auch zum Haupteingang. Ich
Ich hoffe, du hast aufgetankt, ne? Hä? Wo ist das Auto? Ja. Was denn? Das habe ich da hinten also geparkt. Das ist weg, damit die es nicht sehen. Ja. Wo kommst du jetzt her? Ja, ich bin mit dem Motorrad gefahren. Ich habe dich die ganze Zeit nicht gesehen und ich sehe auch dieses Motorrad nicht. Sieht man das nicht? Nee. Okay. Ach. Nee, du bist doch weg. Scheiße. Warte mal, ich habe eine Idee. Ach, Menno. Ja. Ganz tolle Idee, jetzt ist es wirklich weg. Jo. Mach halt deine Kräfte hier fertig. Ja, komm. Das war doch ein Bug jetzt. Ah, perfekt. Gut. Warte, ist das voll getankt? Ne, warte mal. Einigermaßen voll getankt zu sein. Gut. Danke euch. Bitte. Das ist mir aber auch schon wieder nicht lang passiert, ey, dass das passiert ist. Oh, ich dachte mir nämlich, wo bist du auf einmal hin? Naja, ja, Ausparkbug, ich hasse das. Passiert manchmal. Auto. Jesper, du machst unterhaltsame Streams, um sich nach der Uni zu entspannen. Mach weiter so. Vielen Dank. Entspannung? Echt jetzt? Der ASMR-Hund oder was? Außer wenn Andel wieder reinkommt, dann schallert es wieder durch. So, ja, Dankeschön, Jesper. Nicht Jasper, Jesper. Kai Jarzina, danke für den Euro auch. So Quadrofips haut VIP raus. Steig ein, komm. Steig ein da. Einsteigen, ja. Komm, steig ein. Wir werden den hinterherfahren, sobald die abhauen. Alles klar, wir sind draußen. Gibt's ein Problem oder was? Der Herr kann auf das zweite Fahrzeug nicht aufsteigen. Um welches Fahrzeug handelt es sich? Um die Sanchez? Ja, positiv. Jawohl, ich komme mal schnell.
So. Ja, ich musste das Ding aufsperren, es war geschlossen. Man kennt's. Ja. Baby, let's get on it, ready to go. Also was trinken drauf. So, Dankeschön, Vanity für 10,90 und ja, herzlichen Dank dafür. Ich hab da nichts dazu. Was ist eigentlich die Abmachung? Also, lassen die Geiseln gehen direkt? Ja, die Motorräder müssen noch komplett voll gefüllt werden. Die sind aktuell noch nicht ganz voll. Alter, soll das nicht so hinnehmen? Das ist fast voll, das Ding. Ja, die wollen es randvoll haben. Hat zufällig noch jemand einen Kanister hier, der wo es auffüllen kann? Alles gut, ich tank nur auf die Kiste. Alles gut, ich hab's gesehen. Das Problem ist, das Ding hat ein bisschen Probleme gemacht. Ich glaube, nee, wir müssen das... das linke. Das da? Ja, genau da, wo sie vorstehen. Naja, das Ding macht Probleme, warten Sie mal. Und ich möchte, dass die Motorräder hier vorm Eingang geparkt werden. Ja, machen wir Schritt für Schritt, das habe ich schon mal gesagt. Ja, genau, alles gut. So, das holt gleich randvoll. Das ist jetzt randvoll. Und das nicht? Das ist fertig? Das ist... die müssen eigentlich beide randvoll sein, das vordere schon, ja. Die ist randvoll? Jawohl, okay. Wir stehen bleiben. So, wohin damit? Das ist das direkt vorm Eingang. Gut, alles Sie klar. Haben, ich hoffe, Sie... Genau, ich gehe vorm Eingang und dann kriegen Sie eine Person. So. Danke, dass du so friedlich warst. Ne? Eieieiei. Ich möchte mich mal kurz vorstellen. Webcam an. Ja, hallo? Eine Webcam an, okay. Sie, die ist schon vergeben. Mhm. Das kann ja nicht sein, dass alle Frauen hier vergeben sind. Ja, leider schon. Ja, ich komme aus dem hohen Norden. Ich bin nicht vergeben. Ja, vergeben nicht, aber komm, Schnucki. Ich wollte ihn nur... Wir haben uns heute schon warm gehalten im Auto. Lass ihn sich vorstellen, Entschuldigung. Wir kennen uns noch nicht. Ja. Also ich bin der Winter Trooper, Nixon. Ich habe ein Auto gewonnen und habe Sixpack. Ja, Herr Nixon, ja. Ich will jetzt nichts sagen, aber ist das nicht ein ungünstiger Zeitpunkt? Hier drin sind gerade drei Geiseln, die gerade, ja. Das ist nicht mein Aufgabengebiet, ich kümmere mich nur um Tiere. Ach so, ja gut. Mein Name ist Eleanor Fleur. Hallo? Bitte wie? Fleur. Eleanor. Alter! Materialistics! Haut nun nie raus! Herzlichen Dank für deine coolen Streams, weiter so, herzlichen Dank für deinen Support, Bruder! Ich habe keine Ahnung. Eieieiei, da hat er einen Korb bekommen. Kerzenring geht raus! Materialistics! Oh, der rennt da gerade, der rennt da gerade. Morning, Milan bringt eine Geisel zu dir, sein Täter. Lass uns mal raus, Metal hier, vielen herzlichen Dank! Materialistics! Kerzenring in den Chat, so ist es. Nur aufpassen, nicht dass der da. Ist der Wagen immer so weiß? Das ist mein Auto.
So, ist der immer so? Ah, okay. Das ist mein Type Trooper Mobile. Warum ist der so, so weiß? Ja, weil ich da hier oben vom, hohen Norden komme. Ach so. Das ist Schnee. Ah, okay. Innen und außen, ne? Innen und außen, ja. Ja, ich fahre prinzipiell lieber mit offenen Fenstern, da sind keine Scheiben drinnen, deswegen. Ja, dann. Um was geht's hier eigentlich? Ich soll eine Knarre nehmen. Geiselnahme. Geisel was? Geiselnahme. Drei Geiseln in der Bank. Für sowas bin ich nicht ausgebildet. So schauen sie aus. Ja, aber ich prinzipiell fange ich gern Schneeflocken und so. Professioneller Schneeflocken-Catcher. Hey, das ist eine Sperrzone! Runter da, weg da! Catcher! So, der will da den Weißfrucht. Mein Herz gerade, ey, ihr könnt mich einfach. Ja, Entschuldigung. Ja, wenn er da lang geht, so ein Zivilist, der darf da nicht lang. Wo kommt der denn her? Von da hinten oder was? So, ist eigentlich nur da drüben, ne? Du, wir müssen uns eigentlich ins Auto setzen, ne? Wegen der Verfolgung, dann müssen wir uns direkt dranhängen. Eigentlich, komm mit. Das dauert hier alles irgendwie. Ja, wenn schon, denn schon. Wir müssen uns schon dranhängen an die Sache. Das ist wichtig. Du würdest mich nie Katrin nennen, oder? Katrin? Warum? Dieser Wildlife Trooper hat mich Katrin genannt. Okay. Da fährt ein Auto vor, hast du gesehen? Ja. Brauchen die da drin noch in der Bank? Das gibt's ja gar nicht. In der Zwischenzeit können wir mal ein Like-Hype machen. Die brauchen da noch ein bisschen. Wir sind bei 7900 Likes. Schauen wir mal, wir sind 9000 Zuschauer auf die 9000 Likes. Like-Hype. Hauen wir mal raus. Probieren wir es einfach mal. 9000 Likes? Vielleicht jetzt schon? Machen wir die Full. Hoppala, falscher Knopf. Full. Weil die brauchen da gerade ein bisschen da drin in der Bank. Wow! Vielen Dank, Vanity! Für 10,90 €. Hast du früher mal Samp gespielt? Ja, hab ich. Herrens, mach ich das richtig? Ich hab nein! Noch, ich hab noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Wie geht das? Mann, das falsch. Wie geht das? Komm uns hier. Die zwei da drüben, die reden nichts mit dir. Genau. Mit dem. Mit dem Lauf zu ihnen? Nein, andersrum bitte. Das ist ganz schlecht. So. Wie geht das? Sie, ich will jetzt kein Arsch sein, aber sie sollen vielleicht vom Auto vorne weggehen, weil wenn die da jetzt wegfahren, bin ich direkt hinterher. Ach so geht. Und dann so? Genau, ja. Genau, ja, jetzt haben sie es. Warum haben sie bitte ihre Polizeischule gemacht? Das will ich echt wissen. Ich war in der Baumschule. Das ist ein Wildlife-Trooper. Ja, ich glaube ich auch. Haben sie überhaupt einen Ausweis? Die machen eine andere Ausbildung. Haben sie überhaupt einen Polizeiausweis zum Vorzeigen? Ich habe einen Bibliotheksausweis. Aber der ist abgelaufen, weil ich bin ein Bücherwurm. So. Alles klar. Okay, danke schön, Frau Officer, für die Einweisung. Sie ist, by the way, neu in diesem Gebiet, also. Sie ist ein Azubi. Ein Azubi hat gerade Ihnen gezeigt, wie man eine Waffe zu halten hat. Also, das ist wirklich. Ich bin offiziell kein Azubi mehr. Aber ich bin offiziell? Warum offiziell? Das sage ich erst nach dem Tag heute. Schauen Sie meine. Na? Hallo, ich bin der Leutnant. Was? Hallo, ich bin der Leutnant. Nein, ich stehe über der Ihnen, Chief ja. Der Chief hat mich. Das ist mir wurscht. Der Chief hat mich schon gefördert, bevor sie überhaupt natürlich. Alter, 9000 Likes. Holy shit. Okay, danke für die Erklärung. Oh, mein Tank. Wir streiten oft. Ja, tschüss. Ja, was? Oh, Gott. Ich muss mal schnell tanken. Oh, nicht rein. Okay. Ah! So. Boah, die brauchen lang hier vor. Bist du deppert? Das gibt's ja gar nicht. Hab echt keinen Bock mehr zu warten, ehrlich gesagt. Ja, ich bin auch ziemlich müde. Ich würde gerne Feierabend gehen. Xion Sabub haut einen Zwanzi raus. Für den besten Streamerhund der Welt. Gönn dir Brudi und Grüße an das Zockerbrötle und den Urintiger. Der LKW-Fahrer ist am Start. Danke für den geilen Abend mit dem Shiva. Vielen Dank, Xion Sabub. Haut einen ganzen Zwanzi raus. Und Herr Chaos, beste Streamer. Dankeschön auch an dich. Dann sind wir gleich bei fast 10.000 Likes. Leute, machen wir noch einen. Haben wir noch mal einen auf die Pauke?
Doch mal ein Like-Hype auf die 10k, Alter, das geht jetzt übelst schnell. Like-Hype! Like-Hype, Like-Hype, weil wir es können! Nochmal voll auf die Podde drehen, hier nochmal die Party in die Post. Steil hier, steppt der Hund. Auf die 10.000, Leute. Und vergesst nicht, abonnieren, Glocke aktivieren. Für mehr Hund, für hundige Livestreams. 820.000 Abonnenten schon. Road to 1 Million, irgendwann mal, wer weiß. So, Alter, die brauchen aber echt lang jetzt hier. Boah, es knistert mir schon in den Finger, dass ich einfach nur wegfahre. Warum brauchen die so lange? Ah, da tut sich gerade was, da tut sich was. Da kommt wer. One Linken vor, gibt's ein Status-Update, warum die gerade so lang brauchen? Ja, die Geiselnehmer sind relativ unkooperativ. Ich versuche jetzt gerade noch eine zweite Geisel zu befreien. Dann gucken wir mal weiter, ob es möglich ist, irgendwie die dritte noch zu befreien. Sollte es nicht möglich sein, werden wir umplanen. Ich werde mich aber beeilen. Ja, die derzeitige Forderung ist, dass wir uns alle in eine Reihe aufstellen können, aber sonst können wir nicht weiter. Sonst kommt einfach raus und nicht uns mit einer Kamo oder sowas. Naja, das glaube ich jetzt eher nicht, aber in einer Reihe aufstellen, was soll das denn? Ja, keine Ahnung. Das Antreten zum Durchzählen, keine Schuss Ahnung, das will ich. Jetzt werden wir uns einfach einen Burger holen, Alter. Holen wir uns einen Burger. Was? Burger holen. Okay. Die zwei Geiselnehmer befinden sich aktuell vor der Bank bei den Motorrädern. Steht da. Zum Auto kommen. Das ist der Sound auf die Spende. So, schon mal bereithalten für die Verfolgung. Das ist der Sound auf die Spende. Das ist der Sound auf die Spende. Eine Person, ein Geiselnehmer mit Geisel ist wieder in die Bank rein. Unglaublich. Haben jetzt aktuell nur noch eine Geisel, eine weitere Geisel wurde freigelassen. Nochmal eine Geisel da drin, holy shit. Also gleich geht's los. Der echte Profi, danke für den Euro. Also fürs VIP, ja. Immer wieder aktiv zu spät. Dankeschön, Lepix. Xenon907, ich wurde wegen zweimal reinschreien in den Chat gesperrt. Ja, das ist normal. Wenn ich das Wort tanken geschrieben habe. Ja, ist normal. Das machen die Mods. Weil sonst der Chat voll gespammt wird damit. Ist das normal mit der... Das habe ich auch noch nicht gesehen. Guck mal die Bremse hier vorne. Ist ein bisschen kaputt. Ah. Eine von den Geiseln war ein Off-Duty-Sanitäter. One Linken 11 bringt jetzt die Geisel zu den Sanitätern. 3 Days 13. Hier hast du mein Trinkgeld, was ich heute bekommen habe. Alter Bruder, vielen Dank. 3 Days 13 und ein Zini raus. Dankeschön. Das rausgeschallert. Wie der Furz jetzt gerade. Ich liebe diesen Sound. Ich liebe ihn einfach. So, tanken muss ich nicht. Tank ist bei 62, Leute. Also jetzt gerade. Schau mal, ich habe die Bremse kaputt gemacht. Ja, die Bremsbacken backen raus, weil ich da irgendwo reingefahren bin. Hab ich auch noch nie gesehen, sowas. Oh, zum neuen Nachricht, was ist denn da los? Darf ich mein Motorrad nehmen, bitte, was? So, jetzt nicht der Typ, der da drin in der Bank ist, oder? Das kann jetzt so eine Stunde brauchen, bis sie da fertig sind, da drin. Bist du deppert?
Ich trinke mal was in der Zwischenzeit. Es braucht ja echt noch lang, bis das hier fertig ist. Hm. Wie der rumrennt. Ich kotze gleich im Auto, ohne Scheiß. Ich kotze im Strahl. Ich geh da gleich rein und baller die nieder. Ohne Witz jetzt. Sperrzone! Wieder rennt. Ja, die soll mal rauskommen, denke ich mir auch. Die haben eh alles bekommen. Die haben ihre Motorräder bekommen. Wir sind denen voll nachgekommen. Was zicken die da jetzt rum, sollen sie halt mal rauskommen. Wir ballern sie ja nicht direkt nieder. Wie so eine Stürme, weil noch eine Geisel drin ist. Gott sei Dank nur noch eine. Mal schauen, was die machen. Kein Bock mehr zu warten, ja. Ja, eine haben sie noch. Jetzt kommen sie raus anscheinend. Gut, jetzt bereit machen für die Verfolgungsjagd. Noch nicht los, noch nicht los. Und kommen Sie schon nach hier. Los, 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 los. Die sind einer frisch in die Innenstadt, der andere bei den Burgerladen. Wirklich jetzt? Kann man die nicht mehr durchfahren oder was? Sehr schön. Wahnsinn. Eigentlich kann man die durchfahren. Ja, die kann man eigentlich durchfahren. Ich verstehe es gerade auch nicht. Ja, sehr seltsam. Ja. Stehe nicht mehr, Alter. Ohne Witz. Eigentlich fährt man die und sie sind weg. Na toll, ey. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man die da aufstellt, weil ich habe die von beiden nicht gesehen, dass die da stehen. Ich habe mich darauf gefasst gemacht, dass ich einfach nur durchfahre. Geil. Die haben wir verloren. Ja, weil dieses Scheißding davor stand. Und deshalb, wenn ich Absperrung mache, ich stelle die nie davor. Damit man immer durchkommt. Im Notfall. Der andere ist ohne Probleme durchgekommen. Ja, eigentlich kommst du auch durch. Aber irgendwie, ich bin da nicht durchgekommen. Eigentlich kommst du da durch die Dinger. Ja, geil. Nö, wir haben nichts mit ihnen am Hut. Alles gut. Ah, sie sind weg. Hat noch irgendwo jemand Sichtkontakt zu einem Flüchtigen? Negativ. Ja, man kommt da nicht durch. Wie ist da eine Typ durchgekommen? Ja, ich weiß es nicht. Warte mal. Ah, man fährt einmal durch und dann kommt man das durch. Geil. Hätte ich das gewusst. Schau mal, du musst einmal so und dann kommst du das durch. Na, bravo. Ja, ja. Ja, kann man nichts machen. Was passiert? Mhm. Deshalb, ich würde die nie aufstellen. Würde mir übelst am Piss gehen.
Ich meine nämlich immer so wie da. Da, so stelle ich auf. Dass man da immer Platz hat zum Durchfahren. Das ist das, wie ich aufstelle. Weil die bringen sich sowieso nichts, weil abgesperrt ist es ja nicht. Und im schlimmsten Fall kannst du da schnell durchrasen. Ich dachte, ich kann da einmal komplett durch und dann ist es das, aber egal. Und die haben es doch geschafft, die haben ihr Geld. Dann bauen wir die Dinge mal ab, wenn es überhaupt noch geht. Gut, da haben sie es aber mal geschafft. Ist auch nicht schlecht, wenn sie das. Also ich gönn's ihnen, wenn sie es geschafft haben. Nur ends mehr durch diese Dinger, die da rumstanden, aber ja, ist halt so. Ist das mein Blut? Ich habe da gerade eine Blutprobe aufgesammelt. Ist das mein Blut? Schade. Ich könnte nochmal in die Bank gehen und schauen, ob da irgendwo Blut ist oder sowas, aber das ist Spurensicherung jetzt noch. Das können wir noch probieren. Spurensicherung. Einmal rein und schauen. One hat empfohlen, ich gehe zur Spurensicherung mal in die Bank. Hallo? Warum gehen Sie gerade in die Bank? Hier ist gerade ein Überfall passiert. Wir machen gerade Spurensicherung. Ja, ich bin aber Angestellter der Bank. Ah, sind Sie das? Okay. Ja. Das wusste ich nicht. Na gut, dann. Ach, das wussten die bis eben auch noch nicht. Mhm. Informativ, es konnte eine Blutspur von dem Täter gesichert werden. Es handelt sich anscheinend um einen gewissen Herrn McMuff. One Linken vor, wo wurde die Blutspur gefunden? Ja, schaffen wir übrigens auch. Ja, bei One Linken 34. Bei der Postleitzahl 654. Ja, sieht clean aus. Keine Spuren gefunden. Sind auch keine Schüsse gefallen. Ja, hätte ja sein können. Jawohl, dann vielen Dank. Genau, aus dem Tresor oben konnten sie nichts entnehmen. Ist leer. Okay. Gewesen. Alles klar. Das ist meine andere doofe Frage. Ich hatte mein Auto von sich schön auf dem Parkplatz hier hingestellt. Und jetzt steht es irgendwie zerdeppert. Wo denn? Hier vorne. Wo? Ja, ich sehe das nicht, deshalb. Hä? Oh, nicht schon wieder. Ja, ja, hatte ich jetzt auch schon, hatte ich auch schon wieder. Jetzt gerade vorhin. Das ist hier irgendwie gerade das Problem, weiß ich auch nicht warum. Ja. Wo kann ich mir denn meine Waffe und meinen Feuerlöscher wieder abholen, die Ihr Kollege eben gerade inkassiert hat? Welcher Kollege war das? Du hast keinen Namen gesagt, aber das war ein Typ in SWAT-Uniform. Waren Sie als Geisel drin? Ja. Warten Sie mal. Feuerlöscher und was haben Sie? Ne, stinknormale kleine Pistole. Das wird höchstwahrscheinlich in der Asservatenkammer erstmal sein, wegen Überprüfung. Dann müssen Sie mal zum BD kommen und das dort abholen. Okay. Das wurde höchstwahrscheinlich als Beweismittel sichergestellt. Das macht die Polizei so. Bei so einem Fall vor allem.
Na gut, da fahr ich mal runter. Jawohl. Alter Schwede, du. Ich würde sagen, wir sollten mal einen Feierabend machen, oder? Ja. Warte mal, ich muss hier mal die Sperre wegmachen. Menschen sind schon zahlt eh der Staat. Au! Ah, Aber gut, eine Blutprobe konnte sichergestellt werden. Also eine DNA-Spur. Das heißt, die kriegen wir auf jeden Fall ins Gefängnis, wenn er mal angehalten wird. Guck mal, eine DNA-Spur. Perfekt. Oh, warte mal. Ding muss ich ja noch einstellen. Schau mal, habe ich schon wieder ganz vergessen. Bin gleich wieder bei dir, ne? Was wir jetzt bekommen. Mhm, Nagelbänder anscheinend. Hat wir die Nagelbänder nicht weggeräumt? Du hat ja wer die Nagelbänder nicht weggeräumt, der war denn das schon wieder? Ich räume meine Sachen weg. Ich räume sogar die Sachen von den anderen weg. So. Dann komm mit, wir müssen uns noch abmelden. Ja. So. Ich hab ganz One Fieber. Adam 4107. Hast du was zu essen? Vor. Ja, so dich haben wir mal. Danke. So. Oh, ja, geil. Gut, schau mal, haben wir schon richtig verstanden. Hast dich heute relativ gut geschlagen, würde ich sagen. Bis auf das mit dem Autofahren ist nicht ganz so gut. Was? Also, ich mache nur Spaß. Entschuldige bitte. Alles gut, alles gut. Sagt der, der die ganze Unfälle baut. Ja, genau, deshalb darauf wollte ich hinaus. Und, du dich an, wie geil du bist, oder was machst du gerade? Ja, na, ich ziehe mich jetzt erstmal aus hier. Also nicht wundern, ich muss mich jetzt erstmal umziehen. Das ist also nicht gucken. Ah, so. Mhm. Eben wird meine Kleidung geklaut, kann das sein? Oh. Meine Sachen sind weg. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Dann gehe ich halt so heim. Ist ja ein schönes okay, Wetter. Ja? Nicht mal die Schuhe waren deine? Nee. Alles weg. Ja, Sippe. Na gut, ich gehe mal ins Büro. War ein schöner Dienst mit dir, ne? Also melde dich halt wieder bei mir. Okay. Tschüssi. Ciao. Dieser Abgang einfach jetzt übelster Cringe. Ganz schnell weg hier, ganz schnell weg, ganz schnell weg, 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 weg. Ins Büro, ins Büro, ins Büro, ins Büro. Nackt ins Büro, wo ist mein Büro? Ich setze mich einfach hier hin. So, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen heute mal Schluss. Wenn es euch gefallen hat, kann ich euch empfehlen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Alter, kurz vor den 10.000, die 10.000 knacken wir jetzt nochmal. Noch 40 Leute für die 10.000 Likes, so sieht's aus. Ranked und 60 FPS deine Streams sind die besten. Vielen Dank für 549 Dragon Love Forever. Dragon ist nochmal VIP geworden. 3 Days 13. Das habe ich eh vorgelesen. Jawohl. Gut, Leute.
Hauptsache Waffe noch auf dem Rücken, das ist wichtig, Leute. Das ist das Wichtigste, darfst du natürlich nicht vergessen. Die Waffe auf dem Rücken, warte, geht die überhaupt noch zum Runterholen? Ja, so muss das sein. Waffe auf dem Rücken. So, ich werde jetzt aber aufgrund zeitlich begrenzter Probleme jetzt nicht mehr durchgrüßen. Ich hab nämlich noch ein bisschen was vor heute Abend und es ist schon wieder ein bisschen spät, zu spät. Eigentlich wollte ich noch Server werkeln, ich weiß jetzt noch nicht, ob die noch hier alle on sind. Warte, mal gucken. Vielleicht ist Andel noch on? Weil ich wollte eigentlich heute noch ein paar Sachen machen. Warte, mal schauen. Ob die noch online sind. Ja, toll. Bin ich der Einzige, der noch on ist. Ja, moin um 23.21 Uhr, wer kennt's. Ja, dafür nächstes Mal werden wir nochmal durchgrüßen. Aber, ja. Ich bin auch schon komplett müde. Aber es ist halt, ja, es ist die Weihnachtszeit. Es ist die Weihnachtszeit. Komplett fertig, komplett lost. Marcel Weststedt, haut nochmal raus. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend und gute Nacht. 4 Uhr klingelt der Wecker, man kennt's. Rudi, 4 Uhr. Aufstehen, das wär's jetzt. Valvo hat neue raus, dankeschön dafür. Also, wie gesagt, nächstes Mal machen wir dafür doppelte Durchgriffsrunde. Heute echt nicht mehr. Ich bin echt gerade so müde. Ich glaube, ich habe einfach die Nacht auch schlecht gepennt. Oder wenig gepennt. Ich habe die Nacht nicht viel gepennt und eigentlich wollte ich so ein paar Sachen machen. Ja, muss halt gucken. Auf jeden Fall, liebe Leute, ich hoffe, euch hat dieser Stream gefallen. Liebe geht raus an euch alle nochmal. Wirklich heftige Liebe. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt weiterhin gesund. Wünsche noch einen schönen Tag. Bitte den schönen Abend. Abonniert, wie gesagt, nochmal schön. Wer so nicht gemacht hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wozu ist dieser Gang hier am Ende? Da ist ja nichts mehr. Auf jeden Fall, Leute, haut rein. Ich verabschiede mich hiermit. Wirklich jetzt. Ich bin so fertig gerade. Und damit ein wunderschönes Tschüssikowski. Wir sehen uns jetzt wahrscheinlich übermorgen oder morgen. Mal gucken. Vielleicht hängen wir morgen einen Stream dran. Mal schauen. Haut rein. Tschüss. Bis morgen.